Ist das, was wir gerade gehört und gesehen haben, Quatsch und Klamauk? Oder Information oder sogar Aufklärung? Oder ist der Song vielleicht beides, Quatsch und Aufklärung? Oder gar eine dritte Variante? Ist der Song weder das eine, nämlich Quatsch, noch das andere, nämlich Aufklärung? Oder gar Aufklärung durch Quatsch? Oder vielleicht eine weitere Variante, ganz banal, einfach nur ein Stück von Extra 3, gut gemacht, sehr erfolgreich, 10 Millionen Mal im Netz angeklickt. Die OBS wollte genauer wissen, wie es um Satire im Fernsehen bestellt ist und haben deswegen eine Studie auf den Weg gebracht, die vor 6 Wochen erschienen ist. Die Frage, die wir aufgeworfen haben, ist natürlich nicht abschließend beantwortet. Deswegen legen wir heute nach und stellen sie in den Mittelpunkt unserer diesjährigen Tagung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich alle herzlich willkommen zur medienpolitischen Tagung. Es freut uns, dass das Angebot auf großes Interesse gestoßen ist. Wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck, müssen später umbauen, damit um 17 Uhr hier die Preisverleihung weitergehen kann. Deswegen keine lange Einführung von mir, nur ganz wenige Hinweise. Es gab mehrere Gründe, warum sich die OBS zur Jahreswende an das Thema TV-Satire-Sendungen gemacht hat. Erstens war gelegentlich zu hören und zu lesen, dass die Heute-Show seit Jahren regelmäßig und stabil freitags mehr Zuschauer hat als das Heute-Journal. Dass das ZDF mit dieser Sendung für seine Verhältnisse, Stichwort Cookie-Dent-Sender, vergleichsweise viele jüngere Zuschauer anzieht. Und dass das Format auch in der Mediathek ein Riesenrenner ist. Diese quantitative Dimension war ein Ansporn, näher hinzuschauen. Und ein qualitativer Aspekt kam bei unseren Überlegungen hinzu. 2015, letztes Jahr, hat die OBS eine Studie über TV-Politikmagazine vorgelegt. Die Untersuchung, übrigens war auch Professor Gäbler der Autor, ging unter anderem der Frage nach, warum die politischen Magazine an Wucht verlieren, auf weniger Resonanz stoßen und auch an Relevanz verlieren. Boom von Satire-Sendungen auf der einen Seite, Krise der Politikberichterstattung auf der anderen Seite. Es drängte sich fast zwangsläufig die Frage auf, ob politische Satire im Fernsehen an die Stelle der politischen Magazine tritt und anders und noch zugespitzter sind Satiriker die besseren Journalisten. Eine Frage, die provoziert und mit der man sich auseinandersetzen muss. Und es kam bei unseren Vorüberlegungen ein dritter Aspekt hinzu. Ein Teil der konservativen Medienkritik waren und sind die Satireformate schon immer ein Dorn im Auge. Im Anhang zur Gäbler-Studie finden Sie ein Statement von Hugo Müller-Fock, das an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist. Ich zitiere Seite 102, dort steht: Die Heute-Show ist der Beitrag des ZDF zur Förderung der Politikverdrossenheit, finanziert mit der Demokratieabgabe. Soweit der O-Ton des langjährigen FAZ-Herausgebers und politischen Kolumnisten der Bild. Andere Zeitdiagnostiker sehen in der Darstellung von Politikern in Satiresendungen sogar einen Grund für die Ausbreitung von Politikerfrust und Demokratieverdruss in Deutschland. Hin und wieder wird sogar ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Aufstieg der AfD auf der einen Seite als rechtspopulistische Bewegung und dem wachsenden Zuspruch zu boomenden Satireformaten. Es gibt also gute Gründe, sich ernsthaft mit Satire zu beschäftigen und sich auch intensiv mit Machart und den Inhalten der Formate anzuschauen. Wir haben das zusammen mit unserem Autor Gäbler gemacht und es als Arbeitsheft der Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht. Heute wollen wir wichtige Ergebnisse dieser Untersuchung kurz präsentieren, über Reaktionen auf die Studie informieren, mit Medienkritikern diskutieren und auch mit verantwortlichen Machern über ihre Programme sprechen. Ich freue mich, dass Thomas Live jetzt gleich moderieren wird und Ihnen auch das
Podium kurz vorstellen will. Vorher möchte ich noch kurz einen persönlichen Dank aussprechen. Danke, sehr geehrte Frau Lau, dass Sie kurzfristig eingesprungen sind. Gestern musste Tina Hildebrand, die Chefin des Zeitbüros hier in Berlin, absagen. Trump-Berichterstattung, andere Dinge, Bundespräsidenten. Die Zeit soll Donnerstag voll und nicht mit leeren Seiten erscheinen. Schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Liebe Frau Lau, herzlich willkommen bei der OBS. Ich danke den Terminplanern der UEFA und FIFA, dass sie heute mit dem Champions League-Zirkus eine Pause machen. Würde nämlich heute nicht Deutschland gegen Italien kicken, sondern etwa Bayern gegen Juve spielen, wäre Oliver Welke nicht hier. Lieber Herr Welke, herzlichen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben und heute mitdiskutieren wollen. Herr Welke, das ergänze ich noch gerne, rechts und links ein Jugendfoto von ihm, hat das OBS-Projekt persönlich aufgeschlossen und interessiert begleitet und Herrn Gäbler auch den einen oder anderen Blick hinter die Bühne ermöglicht. Wir wussten das sehr zu schätzen und wissen, dass das nicht üblich ist. Auch für diese Offenheit gilt es, Danke zu sagen. Beides. Ihr Vertrauen in die Arbeit der Stiftung und auch der professionelle Umgang Gäblers mit den Infos und dem Hintergrundwissen haben der Studie gut getan. Lieber Herr Gäbler, wir freuen uns, dass Sie jetzt gleich mit einem Aufschlag in eine muntere Diskussion einführen und in Gang setzen. Allen einen schönen Nachmittag, eine spannende Veranstaltung. Danke für die Aufmerksamkeit. Die medienpolitische Tagung im Jahre 2016 ist eröffnet. Herr Gäbler, Sie haben das Wort. Danke. Ja, vielen Dank. Um ein bisschen als Schwungrad für die Debatte zu dienen, so eine Grund- oder Vorlage zu geben für eine dann hoffentlich streitbare Diskussion, möchte ich zu vier Aspekten kurz was sagen. Zum Lachen, zu den Befunden der Studie ganz knapp, noch knapper zur Wissenschaft und am Ende etwas bemerken zur Politikverdrossenheit. Ich fange mal ganz, ganz unorthodox an. Ich vermute jedenfalls für eine Versammlung mit vielen Gewerkschaftern besonders unorthodox. Und zwar beginne ich im Januar 1883. In diesem Januar 1883 stürzt ein ziemlich verrückter Einsiedler durch die Berge bei Rapallo. Er fühlt sich in einer Unio Mystica, wie er sagt, mit sich selbst, also völlig begeistert von sich, ist im Rausch und setzt sich dann an den Schreibtisch und schreibt in 10 Tagen ein völlig wahnsinniges Werk runter, bringt es zu Papier. Eine Predigt, eine Abrechnung, die endgültige Überwindung des Christentums. Das hält er für eine Weichei-Ideologie und sagt, dass dieser Christus, wenn er nur ein bisschen älter geworden wäre, sowieso alles widerrufen hätte. Und in diesem Werk schreibt Friedrich Nietzsche in Also sprach Zarathustra folgenden schönen Satz über Christus. Wäre er doch in der Wüste geblieben und ferne von den Guten und Gerechten, vielleicht hätte er leben gelernt und die Erde lieben gelernt und das Lachen dazu. Sie wissen, Umberto Eco hat dann aus dem christlichen Lachverbot einen Weltbestseller geformt und erst 2005 gab es den allerersten Film, in dem es einen lachenden Jesus gab. Ich glaube, wir sind ja neuerdings so stolz auf unsere christlich-abendländische Prägung, sehr stark davon geprägt. Wenn etwas sakrosankt ist, dann darf man es nicht verlachen. Wenn wir etwas für schützens- und schätzenswert halten, dann darf man nicht Häme oder Spott darüber ergießen. So ist so eine
Antinomie entstanden zwischen Respekt, Anstand hier, Spott, Häme dort. Aufgebrochen wurde dies durch eine große Humortradition, die im Kern antiautoritär ist. Von Gerhard Polt bis Harald Schmidt, selbst von Otto Waalkes bis, sagen wir ruhig, den Vertretern, die hier sitzen, ist eine antiautoritäre Lachkultur entstanden, die genau das Gegenteil macht, die eben angreift, lacht, Leute mit Spott und Häme überzieht, obwohl sie doch achtenswert sind. Es gibt einen ostdeutschen Wissenschaftler, ich glaube, der ist insgesamt ganz in Ordnung, Professor Thomas Klische, der sagt, die Heute-Show ist mitverantwortlich für den Aufstieg der AfD. Begründung, weil sie Politiker herabwürdige. Ich glaube, dass hier ein grundsätzliches Missverständnis vorliegt. Nicht so sehr über den Humor, das auch, aber vor allen Dingen über die Demokratie, über den Umgang mit den Repräsentanten und Institutionen der Demokratie, den Politikern in der Demokratie. Man muss sich denen nicht auf Knien nähern. Man muss sie nicht mit Glacé-Handschuhen anfassen. Es gehört zum Wesen der Demokratie, dass man sie herausfordern kann, fordern kann, ja sogar attackieren kann. Und wir müssen uns darüber verständigen, wo ist die Differenz zwischen Spott und Häme, sagen wir eines Gernot Hassknecht, und dem Hass von Pegida. Ich halte es für einen grundsätzlichen Unterschied. Es muss was mit dem Kontext zu tun haben, es muss was mit der Art der Pointen zu tun haben. Götz Hamann, Kollege der Zeit, hat Mitte 2015 einen großen Essay veröffentlicht über die Glaubwürdigkeitskrise des Qualitätsjournalismus und hat einen langen Absatz geschrieben über die Ursachen. Eine der Ursachen sei auch die Heute-Show, weil, so sagt er, Oliver Welke, persönlich, da sitzt er, ständig gegen Politiker, Bosse und Journalistenkollegen etze, immerzu Skandalrufe und vor allem seine Pointen stets destruktiv seien. Seitdem versuche ich mir vorzustellen, Frau Lau kann uns da ja gleich aufklären, wie es eigentlich in der Zeit so zugeht, wenn man dort maliziös über ausschließlich positive Pointen lächelt. Nein, zum demokratischen, zum knallharten, zum bissigen Humor gehört die destruktive Pointe, gehört Respektlosigkeit, das ist urdemokratisch und Satire darf einem nie frönen, irgendeiner Art von obrigkeitsstaatlichem oder elitärem Denken. Zweiter Punkt, etwas zu der Studie. Jupp Legrand hat es schon gesagt, im Untertitel steht Quatsch oder Aufklärung. Ungefähr alle klugen Rezensenten haben bemerkt, dass das ja gar kein Gegensatz sei. Da haben sie recht. Wenn dann ein Rezensent feststellt, das Ergebnis der Studie laute nach 100 Seiten beides, muss ich doch sagen, das finde ich etwas unterkomplex wiedergegeben. Es ist auch nicht einfach andersrum, dass jeder Quatsch per se Aufklärung ist. Ich versuche es mal am Beispiel zu skizzieren. Ich habe hauptsächlich beobachtet, gezählt, sortiert. Ich glaube, es gibt folgende Ebene des Witzes. Ich mache das am Beispiel der Heute-Show. Erster Witz, Wahlkampf Baden-Württemberg. Sie erinnern sich, die Spitzenkandidaten Winfried Kretschmann, Grüne, Guido Wolf, CDU. Es kommt dann so ein Ausschnitt, ein Schnipsel aus dem Regionalfernsehen. Da fragt der Reporter beide Kandidaten, wie nennt sie ihre Frau? Kretschmann, ein bisschen verblüfft, und sagt dann, ja, Winfried. Guido Wolf, Barbara. Das ist natürlich ein einfacher, blöder Witz. Der ist herrlich, man kann drüber lachen, besonders aufklärerisch im Sinne von Hintergründen von Grünen, CDU oder so, erklärt er nicht. Zweite Ebene. Wahl Sachsen-Anhalt. Wer sich erinnern mag, SPD 10,6%. Wieder Ausschnitt aus dem Regionalfernsehen.
Wir sehen eine sehr engagierte Vertreterin der SPD-Basis, die wird befragt zu der Spitzenkandidatin und sie sagt dann, also dass sie da voll, sie hatte jederzeit den Hinterhalt der Partei. Kann man sagen, das ist auch blöd, aber dieser Hinterhalt hatte auch schon ein bisschen Hintersinn, denn die Spitzenkandidatin war kurz danach abgesägt. Und dann gibt es eine dritte Ebene. Der Bundestag ist ganz stolz wie Bolle über den eigenen Mut. Sie haben es sich selbst, der Welt und Erdogan gezeigt, eine Armenien-Resolution verabschiedet, in der das, was da geschah, als Völkermord bezeichnet wurde. Was macht die Heute-Show? Eine Unterrichtsszene, richtig mit Tafel und allem. Die strenge Lehrerin Birte Schneider bringt dem etwas begriffsstutzigen Olli bei, was ein richtiger Völkermord war. Und es kommt raus, den richtigen Anspruch darauf und vorneweg hatte natürlich die deutsche Kolonialmacht mit dem Völkermord an den Herero und Nama. Und dazu wird referiert die ganze Fülle von beschönigenden Floskeln der Politiker, von Verzögerungen der deutschen Politiker, sich damit zu beschäftigen und so weiter. Das ist wirklich exemplarische Aufklärung gewesen. Sehr wirkungsvoll, denn ich bin sicher, der Bundestag wird es sich nicht leisten können, sich nicht noch einmal mit diesem Thema zu befassen. Also, Satire kann zuspitzen, kann Dinge auf den Punkt bringen, kann Kontexte herstellen und damit wirklich über mehr aufklären als das Ereignis. Sie kann so den Journalismus herausfordern, kann versuchen, ihn zu verbessern. Sie ist es selber nie. Und sie kann auch eigene Themen setzen, gewissermaßen von der Gülle bis zur Afrika-Politik. Ich habe versucht, die verschiedenen Formate ein wenig zu qualifizieren. Im Sinne der Kürzung lasse ich das jetzt. Ein kleines Wort zur Wissenschaft. Das, was wir da gemacht haben, ist wirklich sehr kleine Wissenschaft. Wir haben nicht eigenständig Daten erhoben, wir haben nicht Riesenuntersuchungen gemacht. Ich hätte liebend gerne das gemacht, was ich zitiert habe, was in den USA stattgefunden hat. Da gab es eine Studie einer Fairleigh Dickinson Universität, die hat Folgendes gemacht. Die hat die Leute befragt, was ist ihre primäre Mediennutzung? Also gucken Sie CNN, gucken Sie Fox, gucken Sie die Sonntagstalkshows, gucken Sie Satiresendungen. Und dann Wissensfragen, richtige Wissensfragen gestellt. Also wie heißt dieses kleine Land, was da in Europa eine besondere Finanzkrise hat? Richtige Antwort wäre Griechenland gewesen und so weiter. Und hat dann festgestellt, dass die Leute, die Satire gucken, so schlecht in ihrem Wissen nicht abschreiben. Sowas hätte ich gerne auch für unser Land gemacht, mal so 10.000 Leute befragt. Ich vermute, das Ergebnis wäre auch so gewesen, dass die Satire-Fans so schlecht nicht abgeschnitten hätten. Es gibt bei uns an den Hochschulen inzwischen überall Studiengänge in Kommunikationswissenschaft, Journalistik und so weiter. Es gibt Riesen-DFG-Projekte. Es gibt Sammelbände von Spezialartikeln, die kaum einer liest. Und da muss ich mal sagen, es geht dann nicht um unsere kleine Studie, sondern generell um die Arbeit der Brenner Stiftung. Ich finde es sehr gut, mit wie schmaler Ressourcen, mit wie schmalen Mitteln wir dann doch Dinge erreichen und zumindest redlich zu erforschen versuchen, die dann auch Wirkung in der Öffentlichkeit haben. Es gibt unglaublich viele, die in diesem Land beschäftigt sind mit Öffentlichkeit, aber hauptsächlich über die Öffentlichkeit reden und kaum Wirkung in der Öffentlichkeit erzielen. Wir sind darum ganz froh, wenn über Themen, nicht nur über uns, es auch über andere, es wirklich zu einem öffentlichen Disput kommt. Nicht nur mit den Machern, sondern auch mit der Diskussion, wie Öffentlichkeit beschaffen ist. Letztes Wort zur Politikverdrossenheit. Es gibt ja diesen Vorwurf, Satiriker fördern das. Konservative Kritiker, liberale Kritiker sagen das. Ich glaube zunächst mal, dass es der Begriff etwas Falsches suggeriert. Der tut so, als gäbe es massenhaft Leute, die waren gestern wahnsinnig aufgeschlossen, engagiert, interessiert und die wenden sich jetzt ab, weil sie ganz verdrossen sind von der Politik. Ich glaube, dass da in Wirklichkeit viele unterschiedliche Motive, Milieus, Stimmungen zusammenkommen.
Es gibt welche, die sich wirklich abgehängt fühlen. Wir haben ungefähr 19% der Beschäftigten in Deutschland mit prekären Arbeitsverhältnissen. Es gibt große soziale Abstiegsängste. Es gibt aber auch wirklich Schichten und Milieus, wo autoritäres und nationalistisches Denken verbreitet ist. Das ist dann keine Abkehr, sondern wirklich eine feste Gegenkraft. Meine böse Bemerkung nun, gewissermaßen im Sinne der Satiriker, lautet: Ich glaube, dass es eine bestimmte Art des Journalismus gibt, die die festzustellende Entfremdung zwischen diesen Schichten und Bevölkerungsgruppen und der Politik eher fördern, als etwa es die Satire tut. Natürlich, da kann man viel klagen. Ich meine damit die Braven, die Mikrofonhalter, die Putzerfischer und so weiter, aber die nicht allein. Wieder am Beispiel. Schauen Sie es nochmal nach, irgendwo auf YouTube oder in der Mediathek. Am 19.09. gab es die Sendung Farbe bekennen in der ARD. Sigmar Gabriel wurde interviewt von Tine Hassel und Thomas Baumann. Der Mechanismus dieses Gesprächs war immer gleich. Es ging immer so: Wenn Gabriel sagte, er sei für soziale Gerechtigkeit, sagten die Durchblicker der Interviewer: Aha, Sie wollen also Rot-Rot-Grün. Wenn Gabriel sagte, wir brauchen eine stabile Wirtschaft, sagten die Interviewer: Ach, doch, GroKo. Das heißt, und einmal sagte Gabriel dann, er hätte jetzt echt genug davon, man müsse doch mal über Inhalte reden und nicht nur über Machttaktik. Diese Passage tauchte dann in der Heute-Show auf, mit dem Gestus: Na, Gabriel, du musst reden, natürlich geht es dir nur um Machttaktik. Ich finde es berechtigt, das darf der Satiriker tun, weil Politik geht natürlich immer um Machttaktik, Taktik des Machterwerbs, der Machtverteidigung. Aber wenn der politische Analytiker immer nur jeden inhaltlichen Satz mit dem Durchblicker-Gestus, wir wissen ja, worum es eigentlich geht, nur um Machttaktik, dieses ganze Interview bestreitet, dann fühle ich mich sozusagen unterkomplex wahrgenommen als Zuschauer. Denn natürlich hat auch Taktik und Machterwerb etwas mit Inhalten zu tun. Und wenn man ständig mit diesem großen Durchblicker-Gestus erklärt, dass doch alles nur Taktik ist, dass es in der Politik ja doch immer nur um Macht geht, gewissermaßen losgelöst von den Inhalten, losgelöst von der Empirie der Menschen, losgelöst von dem, was es an Reportagen von vor Ort gibt, dann sind das letztlich nur Morsezeichen aus einer Berlin-Blase. Und ich glaube, dass das ein Journalismus ist, der wirklich die Differenz zu der Politik vom Empfinden der Menschen her vergrößert. Diese Art von Journalismus, die im Grunde genommen eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des Gesagten pflegt, glaube ich, ist wirklich aufgefordert, sich selbst zu befragen. Satireboom und Journalismusprobleme haben tatsächlich, glaube ich, eine gemeinsame Ursache. Die Ursache ist meines Erachtens, dass das klassische System der Massenmedien, so wie wir es kennen, erodiert, ja, wenn nicht gerade aufhört zu existieren. Wenn wir uns die Skala angucken, hier das Individuum, hier die Medien, sind Massenmedien per se ein bisschen paternalistisch. Und im Moment sind wir in einer Phase, wo die Mediennutzung sich immer stärker individualisiert. Jeder baut sich gewissermaßen sein eigenes globales Dorf um seine eigenen Interessen herum. Also er folgt dem SPD-Ortsverein und Beyoncé auf Twitter Ban Ki-moon und kann die Lokalnachrichten aus Australien angucken, wie er will. Er baut sich diese eigene Welt zusammen. Wie nie zuvor kann jeder von uns sich selbst seine Kommunikation organisieren. Damit besteht die Gefahr, dass es weniger Gemeinsamkeit gibt und dass die Gesellschaft einen neuen Ort suchen muss, wo und wie sie über sich selbst reflektiert. Und darum als Schlusswort: Wie schön ist es da, wenn wenigstens alle gemeinsam und einverständig lachen können. Auch das ist eine Stärke der Satire. Applaus
Ja, vielen Dank an Bernd Gäbler für den Ausflug in die kleine Wissenschaft mit der großen Wirkung. Das finde ich einen wunderbaren Slogan. Ich bin ziemlich sicher, dass das für die Stiftung vielleicht das richtige Name-Dropping wäre. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Nachmittag und hoffe, dass Sie am Ende unserer Diskussion etwas belebter und inspirierter sind als zum jetzigen Zeitpunkt. Da ist so offenbar der Blutdruck ganz unten. Woran das liegt, an dem Licht oder an sonstigen Dingen, weiß ich nicht. Aber für Gewerkschaftsverhältnisse waren die Grußworte doch recht kurz. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier was bringen können. Warum? Weil wir ein wahnsinnig gutes Podium haben. Wir haben alle Farben vertreten, wie man das neudeutsch sagt. Und ich sehe schon, dass selbst Albrecht von Lucke in Fahrt kommt. Er hat schon so viel geschrieben, nur bei den paar Worten am Anfang, dass wir das nur abfragen müssen. Quatsch oder Aufklärung, aber Sie haben ja schon von Meister Gäbler gehört, es geht schon um Politik als Scharnier, um die Satire als Ersatz und natürlich auch um die ganze medienpolitische Einbettung, die unser Thema sein wird. Zuerst an Olli Welke die Frage, die vielleicht so ganz naheliegend ist, die jeder Praktikant aufschreiben würde. Was schätzen Sie ganz besonders an der Anstalt? An der Anstalt? Also an der Sendung, die der Kollege Kraus mit Herrn von Wagner, wir reden von der Anstalt im ZDF. Ja, also an dem Format schätze ich mal grundsätzlich, dass es ohne dieses Format, das ja älter ist als die beiden jetzigen Hauptdarsteller, es die Heute-Show gar nicht gäbe. Also die Anstalt, die hieß ja damals noch Neues aus der Anstalt, war eindeutig der Eisbrecher. Das ZDF hatte ja aus welchen Gründen auch immer eine jahrelange Satirepause eingelegt. Ich glaube, die begann irgendwann in der Kohl-Ära und endete sehr viel später. Und dann hat halt Neues aus der Anstalt wirklich Kabarett nochmal neu definiert im Fernsehen. Sowohl bei den Kritikern als auch bei den Quoten solche Maßstäbe gesetzt, dass sich dann der Intendant irgendwann traute zu sagen, wir müssen jetzt nochmal ein noch jüngeres Satireformat versuchen auf die Beine zu stellen. Also ohne die Kollegen gäbe es uns gar nicht. Also schon. Also weil jetzt manchmal klang es eben auch so, das ist ja auch sehr nett, als hätten wir da jetzt irgendwas Neues angefangen. Also wir sind natürlich in jedem Fall die Erben von vielen tollen Satireformaten und eins davon läuft halt dienstags, leider nur einmal im Monat. Ja, aber mehr als ein Geburtshelfer waren Sie schon. Wenn Sie professionell draufschauen, Respekt, was die machen. Ja, habe ich großen Respekt. Also was ich toll finde an der Anstalt ist zum einen, dass Sie den Mut haben, eine mehr oder weniger monothematische Sendung zu machen. Also ein Thema wirklich dann über 45 Minuten und ihr überzieht ja grundsätzlich, wenn ich das richtig sehe. Im Gegensatz zu uns, genau. Nein, wir überziehen auch, zugegeben. Aber dass wirklich dann ein Thema in der Tiefe beleuchtet wird mit einem Ensemble von, wie viele Gäste sind es, zusätzlich zu den beiden meistens drei Gäste. Ja. Und man merkt halt, die bringen ihr eigenes Zeug mit, aber es gibt auch wirklich wie so ein Theaterstück einen gemeinsamen Rahmen, wo ein Thema wie Rente dann beispielsweise wirklich ergründet wird. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise, anderes Format, auch klassisches Kabarett in der Form, aber trotzdem modern und frisch. Also ich gucke es sehr gerne. Dietrich Kraus, neben mir links, ist sowas wie The Man for All Seasons. Ganz verrückt, er arbeitet nämlich für beide Redaktionen. Also er schreibt für die Anstalt, ist dann immer wochenweise weg, aber auch 6 Wochen, glaube ich, im Jahr für die Heute Show. Kurios. Was ist, ganz ehrlich, was ist der bessere Job? Was macht mehr Spaß? Das ist jetzt aber gemein. Ja, aber ey, gemein. Soll ich rausgehen? Also ich glaube, in dem Beipackzettel zur Einladung stand ja heute wieder dieses berühmte OBS-Begriff, wir machen uns ehrlich. Also wir reden hier nicht offiziell, das ist alles nur privat, inoffiziell. Bitte. Ja, der Wechsel macht es natürlich. Also, ja, ja, ja. Ja, 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 also bei der Heute Show ist es ein völlig anderes Arbeiten. Das ist ein Riesenteam mit Sichtern, mit x Autorenkollegen, wo man einfach aus einem ganzen anderen Fundus auch an Formen schöpfen kann. Anstalt ist halt so armes Theater. Wir sind drei Leute und haben nur unsere Bücher und unsere Ideen. Das gebiert auch Ideen, aber es ist auch einfach toll, in die Vollen zu gehen. Was ist anstrengender? Auch schon dieses Materialumwälzen bei der Heute-Show ist schon auch ganz schön anstrengend. Das sieht man nicht so, aber diese Massen, die man da angucken muss, bis man und ein Körnchen gefunden hat. Bei der Anstalt ist es halt mehr so das Recherchieren, das Durchlesen durch Bücher. Aber die Legende sagt ja, dass Olli Welke der härteste Stoffausbeuter überhaupt ist und der härteste Umschreiber. Er lässt ja keinen Stein auf dem anderen. Das ist doch für einen Autor mies. Der Wo Autor, kommt das denn her eigentlich? Ja, das ist vielfach gecheckt, da ist aber ein verstecktes Lob dahinter. Also er benutzt im Grunde die Autoren als Steinbruch. Ja, aber insofern gern, weil ich muss ja nur, ich bin ja 6 Wochen im Steinbruch, ja. Also das hält mein Stolz aus. Und ich muss schon sagen, also was Olli Welke da selber reinsteckt, ist schon auch
Puh, ja, da ziehe ich auch einen Hut, um das immer hier zu sagen, wenn man da montags um 10 ja. ankommt. Also ich weiß nicht, wie das Familienleben genau aussieht. Okay. Aber ja, das ist auch nicht so wichtig, aber er ackert für die Satire und erholt sich beim Sport. Ja, also das ist schon, also das ist, weil man kann ja diese Rolle auch mal sehr unterschiedlich interpretieren, so als Head von so einer Sendung, und das ist schon ganz gut. Die Kritikerinnen, die bei uns dabei sind heute in der Runde, Silke Burmeisterin, Sie kennen sie wahrscheinlich als Kriegsreporterin. Kriegsreporterin, das war ihr Eigenlabel, ne? Das war eine Medienkolumne in der Taz. Die hat also tatsächlich nichts mit dem wirklich sehr, sehr schlimmen Krieg zusammen, sondern es hieß Berichterstattung von der Medienfront. Mhm. Und schauen Sie sich auch ein bisschen was ab von der Schärfe von den beiden Satire-Sendungen? Ach, von der Schärfe muss ich mir da, glaube ich, nichts abschauen. Das geht eher um die meist brillanten Einfälle. Ich habe Freude, wenn andere Leute tolle Einfälle haben. Das macht mir ein großes Glücksgefühl. Mhm. Ich würde schon sagen, dass die beiden Sendungen bei Ihnen ein gewisses Gefallen finden, oder Sie sehen auch den positiven, treibenden Effekt, der durch die Sendungen kommt fürs Publikum? Na, der ist auf jeden Fall gegeben, weil man sich ja den Witzen nicht entziehen kann. Also es ist dann ja die Frage, gehe ich inhaltlich mit, kann ich damit was anfangen? Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich diesen Witzen zu entziehen. Man müsste total humorbefreit sein oder komplett AfD, ohne bei der Heute-Show lachen zu müssen. Bei der Anstalt muss man ja manchmal weinen, weil es einfach auch sehr ernst ist. Also es ist ja ein elementarer Unterschied zwischen den beiden, dass die Anstalt mit einer viel größeren Ernsthaftigkeit läuft, die zum Teil sehr touchy ist. Also mir geht das manchmal so. Ich bin manchmal ergriffen, wenn es um Flüchtlingspolitik geht oder so, und das eben sehr anschaulich dargestellt wird, dann ist das sehr emotional. Und das ist bei der Heute-Show, da hat man ja eher Tränen des Lachens in den Augen. Miriam Lau neben mir, wahrscheinlich Ihnen kommt jetzt die Rolle zu, dass Sie sozusagen die Bedenkenträgerin spielen müssen. Haben Sie ja schon im Vortrag gehört und so weiter. Machen Sie es gern und überzeugt oder? Ach, mit Freude. Mit Freude. Ja. Nee, also ich meine, Bedenken jetzt so im Sinne von, huch, das ist gefährlich und das macht die Politik kaputt und trägt zur Politikverdrossenheit, sehe ich überhaupt nicht. Also ich habe eher das Gefühl, das ist für viele Leute eine Möglichkeit, mit Politikern vertraut zu werden, die ja da wie in so einer Sitcom auftauchen und einfach einem als Person so näher gebracht werden. Also man ist dabei und aber zugleich so ein bisschen auf Abstand. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein sehr gutes, eine sehr gute Betriebstemperatur. Bei mir gibt es irgendwie so ein, weiß ich nicht, ich werde verklemmt, wenn es so um körperliche Sachen geht. Also sagen wir mal, Barbara Hendricks hat einen Hustenanfall. Barbara Hendricks sagt, sie will so und so viele Sozialwohnungen bauen und hat dann einen Hustenanfall, und dann ist der Kommentar, ja, ich muss auch immer husten, wenn ich lügen muss. Okay. Wenn ich lüge. Da wird es bei mir so ein bisschen unbehaglich. So. Und was ich eben nicht glaube, ist, dass jemand, der, sagen wir mal, denkt, alle Politiker sind berechnende, also so House of Cards mäßige Typen, würde jetzt nicht in der Heute-Show, sagen wir mal, eines Besseren belehrt. Und da würde dann, man guckt das nicht an und denkt, ach Mensch, denen habe ich ja total Unrecht getan oder so. Ne? Das würde man nicht. Es sei denn, und den Fall gibt es ja leider viel zu selten, der Politiker ist mal zu Gast, weil dann war es ja eigentlich immer so, dass die eine andere, auch für uns überraschende Seite zeigen konnten. Da haben wir dann eher den Vorwurf von der linken Seite bekommen, warum gebt ihr denen das Podium und die Chance zu zeigen, dass er eben nicht nur der neoliberale Typ ist, wie bei Brüderle, sondern dann tatsächlich auch ein Unterhalter. Das war dann der Vorwurf, den wir uns dann auch angehört haben. Aber man kann ja sagen, dass Sie zum etablierten Kommentariat der Berliner medialen Klasse gehören, ne? Ja, das klingt jetzt nicht so sexy, aber ich glaub, so kann man es sagen. Es stimmt so, aber weil es schwingt ja immer mit, dass viele Journalisten auch aus dem Berliner Betrieb das gar nicht gut finden, weil sie sich im Grunde an den Rand gestellt fühlen. Die haben große Resonanz, die haben öffentliche Wirksamkeit, sie können die Dinge vereinfachen und sie müssen immer alles differenzieren und wenn und aber und sowohl als auch. Naja, also ich meine, man darf auch in der Zeit ruhig mal ein bisschen zuspitzen. Und ein bisschen ist es ja so, dass wir im Moment, ohne jetzt darüber irgendwie weinen zu wollen, wir stehen im Moment unter Beschuss, so wie die Politiker auch, die Mitte-Politiker stehen unter Beschuss und so weiter. Ja gut, da muss man jetzt irgendwie versuchen, mit dem Florett zurückzustechen, und in der Heute-Show jedenfalls, finde ich, gelingt das auch ganz gut. Aber dass man jetzt so sagt, habe ich Sie richtig verstanden, dass man sagt, das ist eine Konkurrent, und betrachtet die als Konkurrent, sehe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich finde, wir haben einfach
ganz verschiedene Rollen. Arbeiten. Last but not least, Albrecht von Lucke hat schon viel mitgeschrieben. Albrecht von Lucke müsste die beiden Sendungen besonders gut verstehen, weil er war früher selbst Kabarettist. Ach, das wusste ich gar nicht. Das war eine kurze Epoche meiner... Aber sehr erfolgreich. Längere Zeit, das kann ich nicht behaupten. Aber jetzt will ich aber was Ernstes sagen. Ich mache an dieser Stelle nicht ganz den Hugo Müller-Fock, aber ganz gerne ein bisschen, ja, auf den Punkt zu bringen. Ich finde, man kann einer solchen Sendung wie der Heute-Show, das ist der Kern auch der Studie, in gewisser Weise ein Tor antun, wenn man sie mit einer Studie beehrt, die die Überschrift hat, Aufklärung oder Quatsch. Dann ist man nämlich gezwungen, diese, wie ich finde, glänzend gemachte Unterhaltungssendung, mhm, mit Maßstäben zu messen, die der geschätzte Professor Gebler in keinster Weise definiert. Ich wüsste gerne, was Aufklärung heute bedeutet. Mhm. Ich wüsste vor dem Hintergrund auch ein schönes Bild, was Sie am Anfang, ich will ein bisschen Schärfe reinbringen, weil mich das hier sonst auch ehrlich gesagt dann nicht auf den Punkt bringt, sondern auch die Frage, die Dimension von, mhm, Spaß in der Spaßgesellschaft völlig verkennt. Ihre Eingangsschilderung fand ich regelrecht rührend. Ich möchte es ein bisschen zuspitzen. Es geht ja heute um Satire. Wenn wir noch im 19. Jahrhundert lebten, wo Kurt Tucholsky und andere dann Anfang des 20. Jahrhunderts anfingen, eine autoritäre Gesellschaft aufmischen zu müssen, dann wäre das von Ihnen reklamierte mit Pathos, Nietzsche im Munde, ein mutiger Akt. Dem ist heute in keinster Weise so. Ich mache es mal zugespitzt. Was die heute schauen, ich sage nochmal, ich kann mich auf die anderen Sendungen auch beziehen, ich mache allerdings einen großen Unterschied. Das ist tatsächlich mehr Kabarett, was die Anstalt macht. Und Oliver Welke hat es ja auch sofort eingestanden. Das ist etwas, was versucht, in längeren Strecken zu operieren. Die heute Show ist glänzende Unterhaltung. Mhm. Aber mutig ist sie in keinster Weise. Okay. Und das ist das Erste. Nein, ich will, Oliver, ich muss nein, mal, ich weiß ja. Mal, ich will nur ein, zwei Thesen sagen. Nee, können wir das in Tranchen machen? Ich will nur noch ein, zwei, sonst können wir das plätschern lassen. Ich will nur ein, zwei Thesen wenigstens bringen dürfen. Ja, aber nicht so viel auf einmal. Das ist ja sonst regelrecht albern. So, ihr habt ja eine Studie, für die habt ihr im Zweifel auch eine ganze Menge Geld ausgegeben. Ich empfehle die Studie zu lesen, ich habe selten was Dünneres gelesen. Ich könnte auch gerne ein paar Sätze bringen, könnte ich Ihnen auch genau vorlesen. Die erste Frage, die große Messlatte anlegt, was ist Aufklärung, müsste sich in dieser Situation fragen, was in dem Sinne Aufklärung in dieser Gesellschaft bedeutet, wo die Machtverhältnisse in der Gesellschaft existieren. Und die existieren mit Sicherheit nicht, Herr Gäbler, wenn man die Politiker als die Machtvollen zuallererst darstellt. Gerade eine Satire-Show operiert auf einem ziemlich leichten Niveau, weil die Figuren heute klassischerweise alle weitgehend als Witzfiguren dargestellt werden. Unsere Politiker sind doch längst in einer Weite, die haben einen Sockel gezeichnet von sakrosankten Figuren. Wer glaubt denn heutzutage noch, dass Politiker sakrosankt wären? Sie werden, haben Sie den Eindruck, wenn Leute in Leipzig als Lügenpresse und als Volksverräter sogar die Kanzlerin tituliert wird? Haben Sie den Eindruck, dass da noch eine Autorität existiert, Herr Gäbler? Ich habe eine andere Zeitdiagnose. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ich sage, es ist glänzende Unterhaltung. Man könnte lange über die Art und Weise, wie Witze in der Heute-Show erzeugt werden, diskutieren. Ganz wunderbar, vor allem, wenn es induktiv vom kleinen Beispiel ist, wenn ein wunderbarer Horst Seehofer vor sich hinstammelt. Ich werde, Herr Kamani, ja, jetzt werden wir ihn nicht nominieren. Der gleiche Satz, jetzt werden wir ihn nicht nominieren. Dann kommt Oliver Welke mit einem Satz, ja, und in Zukunft werden wir ihn auch nicht nominieren. So, also das heißt, das ist einfach nett gemacht, das kann man sehr schön, das ist Technik, aber jetzt finde ich, kommt die entscheidende Frage. Wo ist die Macht in der Hinsicht? Und wenn zum Beispiel Oliver Welke klassischerweise mit seiner Truppe, mit dem einen Politiker-Reporter, beispielsweise klassischerweise zu politischen Jugendveranstaltungen geht und jeden JU, ich mache es mal zugespitzt, JU-Vertreter als einen kleinen Idioten darstellt, genauso auf dem grünen Parteitag, dann kann ich das ganz witzig finden. Aber dann ist es natürlich genau, und ich weiß ja auch, aus welcher Jahrgang Oliver Welke und die Truppe herkommen, dann sind das genau die gleichen Haltungen, die wir in den 80er Jahren Leuten angetragen haben, was seid ihr doch alle für Idioten, die ihr noch in Parteien geht. Und das, Herr Gäber, ist heute ziemlich antiaufklärerisch. Wir haben eine Krise des Parteiensystems, es geht kein Schwein mehr in Parteien und deswegen wäre eine andere Herangehensweise etwas wesentlich aufklärerisch. Das nur an dem Punkt, ich kann da ja gerne noch mehr sagen. Okay, danke. Oliver Welke zuerst.
Also ich kann tatsächlich ganz viel unterschreiben von dem, was Sie sagen. Das mit dem Mut ist mal das Allerwichtigste. Natürlich erfordert das im Gegensatz zu Ländern wie der Türkei überhaupt gar keinen Mut in Deutschland, Satire, Kabarett oder auch nur den Quatsch zu machen, den wir machen. Da wird ganz oft auch bei uns, werden Sachen in einen Topf geworfen, die nicht passen. Das hat mich auch wirklich geärgert, dass im Gefolge der Böhmermann-Diskussion, wofür Böhmermann nichts konnte, das als mutiger Akt interpretiert wurde, von Deutschland aus über Verhältnisse in der Türkei zu lästern. Also nichts von dem, was wir machen, ist in dem Sinne mutig, den Sie ansprechen. Das ist vollkommen richtig. Wo ich widerspreche, ist der letzte Punkt, dass Sie sagen, wir setzen uns mit Parteien auseinander oder wir gehen zu Parteitagen, um klarzustellen, jeder, der sich in der Partei engagiert, ist ein Trottel. Das ist nicht der Punkt. Nee, das ist Ihre Interpretation, aber der darf ich ja widersprechen. Wenn wir uns jetzt diese Woche zum Beispiel mit den Grünen beschäftigen, dann, weil wir halt finden, dass die Grünen, haben wir auch neulich vor 3 Wochen schon mal gemacht, bevor sie eine Urwahl zum Thema Spitzenkandidatur machen, vielleicht mal dem Wahlvolk erklären sollten, was sie überhaupt wirklich wollen. Sind sie eine linke Partei oder halten sie sich gerade für alle Optionen offen, was ein bisschen unser Eindruck ist, hat man auch beim Parteitag gesehen. Und wenn wir einen Kollegen dahin schicken, wie jetzt am vergangenen Wochenende, dann um dem nachzugehen, was kriege ich, wenn ich die Grünen wähle. Wir, da gebe ich Ihnen auch völlig recht, setzen uns nicht montags in unsere erste Konferenz um 10 Uhr und sagen, was für Aufklärungen können wir denn diese Woche betreiben, sondern wir sind natürlich ein unterhaltsamer Wochenrückblick, der sich immer als eine Mischform aus Satire und Comedy betrachtet hat. Wir haben auch nie was anderes über uns gesagt, wir haben nie behauptet, wir wären Kabarett. Im Gegensatz zu Leuten, die uns sozusagen daran messen, kann ich immer nur sagen, das ist euer Problem, wir haben das nie gesagt. Was aber stimmt ist, dass wir manchmal aus Versehen mit aufklären, so würde ich es jetzt mal formulieren. Das Beispiel gerade mit der Armenien-Resolution ist ja ganz klassisch schon entstanden. Wir haben diesen Sichtapparat, Studenten, die für uns Ausschnitte gucken, die ganze Bundestagsdebatten gucken und einem jungen Mann war halt aufgefallen, dass ein Argument gegen eine Entschädigung für Herero Nama fast im Wortlaut dasselbe ist, dass die türkische Regierung anführt, um nicht den Armeniern heute eine Entschädigung zahlen zu müssen. Und sowas nebeneinander zu halten, kann dann schon, egal ob das jetzt sozusagen unser Konzept ist oder nicht, für aufklärerische Momente sorgen. Und da könnte ich Ihnen jetzt aus den letzten Wochen und Monaten mehrere Beispiele nennen. Vor ein paar Wochen haben wir halt einfach nur wirklich nacherzählt, wie der Klimaschutzplan von Frau Hendricks zerpflückt wurde, welches Ressort was rausgestrichen hat, was Herr Altmaier rausgestrichen hat, was Herr Gabriel rausgestrichen hat. Das geht in dem Moment dann gar nicht, in dem Fall wirklich gar nicht gegen die Person, sondern man kann als Zuschauer mal sozusagen so eine Art Backstage-Bericht kriegen, wie halt eine gut gemachte Idee, nämlich ein Klimaschutzplan, wo konkrete Ziele stehen, dann im normalen politischen Prozess bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt wird. Und wenn wir sowas nacherzählen mit unseren Bordmitteln, und ich gebe auch zu, gelegentlich auch mit Pointen, zu deren Albernheit wir komplett stehen, dann bleibt trotzdem ein Aufklärungseffekt, nämlich dass Leute, die vielleicht sonst sich nicht damit beschäftigen, wie ein Klimaschutzplan im politischen Berlin normalerweise zerpflückt wird, aus der Sendung rausgehen und denken, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so läuft. Das ist, wie gesagt, nicht unser primäres Ziel, aber ein Effekt, den wir ab und zu erzielen. Oder vor ein paar Wochen haben wir dann mal darüber nebeneinander gestellt, dass dasselbe Land, das es sich leisten kann, praktisch gar keine Erbschaftssteuer von Erben reicher Firmenvermögen zu nehmen, gleichzeitig hinnimmt, dass Kinderarmut steigt. Das muss man ja erstmal in Relation setzen, obwohl das ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber im Zusammenhang erzielt auch sowas eine aufklärerische Wirkung. Also nochmal, ich gebe Ihnen in allem völlig recht, aber unser primäres Ziel ist nicht zu sagen, wer sich politisch engagiert, ist ein Trottel oder wer überhaupt in Parteien geht, ist ein Trottel. Der definitiv zweite nicht. Kern des Vorwurfs war ja die realen Machtverhältnisse, dass Sie mit der Heute-Show sich an die Politik richten, die Politiker in Frage stellen, aber dass die Macht ganz woanders liegt. Also schwingt ja mit, Sie schonen die ökonomisch starken Leute. Ist da ein Kern dran? Also dass Sie quasi das... Also ich glaube, dass wir schon häufiger als im deutschen Kabarett oder in Satire üblich Wirtschaftsthemen behandeln, ehrlich gesagt. Wir haben uns ganz früh mit auch dem Thema Bankenrettung ausführlich auseinandergesetzt. Wir haben, glaube ich, vor vielen anderen, ich glaube, dass nur Frank Markus Barwasser alias Pelzig eher auf TTIP als Thema gegangen ist als wir. Wir haben eigentlich Wirtschaftsthemen in den letzten 3 Jahren relativ oft behandelt, weil wir auch gemerkt haben, dass das Interesse daran sich extrem verändert hat. Also muss man ja sagen, vor ein paar Jahren hätte sich kein Mensch für ein Freihandelsabkommen interessiert. Das finde ich ja positiv. Also wenn wir jetzt gerade auch wieder über Politikverdrossenheit reden, Politikverdrossenheit mag es ja bezogen auf Parteien geben, aber das Interesse an politischen Themen, die den Alltag der Leute berühren, ist meiner Erfahrung nach eher größer geworden. Man kann jetzt sagen, Leute werden auch mit falschen Argumenten gegen TTIP auf die Straße geschickt, das ist alles richtig. Aber dass man überhaupt anfängt, sich als Normalbürger für solche hochkomplexen Sachen wie Freihandel zu interessieren, finde ich toll und dem tragen wir ja Rechnung in der Show. Also Wirtschaftsthemen kommen durchaus vor. Ich wollte nur ganz kurz mal zwischenhauen.
dass in Deutschland die wahre Macht beim Kapital liegt? Nee. Es ist ein bisschen komplexer. Es ist ja tatsächlich so, dass auch die Medien in einem hohen Maße selber Macht sind. Und der Kern ist tatsächlich die Infragestellung, und das ist das Ironische, des alten Modus, natürlich klassischerweise Politiker, nicht vorzuführen. Das machen sie übrigens auch Oliver Welke in persona ja sehr charmant. Das ist übrigens aber auch das, wovon der Witz ja bei Oliver Welke sehr lebt, weil er gewissermaßen die Entwarnung in persona ist. Also er kann natürlich durch seine, ja, das ist ja der Gag, er kann natürlich durch sein eigenes Auftreten ungemein vieles sagen, was andere gar nicht sagen könnten, wenn ich nur an... ich will es nicht ausführen, aber das... Doch, freien Gedankenlauf. Die Fortsetzung des Seehofer-Witzes war originell. Ja. Die war originell. Als Oliver Welke mit aller Coolness sagen könnte, Navid Kermani, fehlen die 3 Zentimeter. Vorhaut, ja, so, Vorhaut. Vorhaut. So, die 3 Zentimeter. Das Wort wird man ja wohl noch sagen dürfen in Berlin. Ich will damit sagen, das war ein Gag, das war auch... aber das kann sich nicht jeder zu sagen trauen, da ist... Welke selber ein Charakteristikum, weil er das wunderbar macht. Er hebt ja auch die, und das ist ein zweites Problem, darauf will ich noch zu sprechen kommen. Erstens ist es wirklich so, ich meinte tatsächlich mehr die ganze Machtkonstellation als solche. Es ist viel komplexer, als dass man klassischerweise noch irgendwie eben im 19. die Politiker vorführen müsste. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist was anderes, und das hätte ich gerne ergeben, deswegen war ich so scharf. Ich hätte das gerne mal gewusst. Sie haben es ja selber eingestanden. Wenn man mal qualifiziert hätte, dann hätte ich wirklich en Detail mal gewusst, wie die Menschen, die in die Show gehen, anschließend aus der Show rauskommen und wie ihr Rezeptionsverhalten ist. Was sie auch nach einer Stunde, ich sag's mal ganz platt, des reinsten Ablachens, das ist die Ventilfunktion, die auch diese Sendung exorbitant gut erfüllt. Und ich kann ein Beispiel, gucken Sie sich mal die Sendung des letzten Freitags an. Ich will nicht sagen, dass Sie sich nicht Mühe gegeben haben nach dem Knall, von dem wir alle nicht wissen, was die Wahl in den USA bedeutet. Ich habe mir die Zuschauer natürlich auch angesehen. Und was machen die Zuschauer? Die kommen in der gleichen frenetischen Applaus-, Klatsch- und Jubelbereitschaft rein, als wäre nichts geschehen. Und da sage ich dann... Ja, was sollen sie denn machen, wenn ich mal fragen darf? Jetzt kommt, ja, wenn Sie mich jetzt so fragen, dann sage ich Ihnen das. Ja. Wahrscheinlich können Sie bei Ihnen gar nichts anderes machen. Und ja, die können aufstehen und mich was fragen, aber... Sie können eventuell deshalb, weil die Witzstruktur, natürlich haben Sie vollkommen recht, weil Sie Ihren Modus ja auch nicht klassisch verändert haben. Sie haben Ihren Modus zum Beispiel nicht, das hätte man ja vielleicht sich fragen können. Ich weiß zum Beispiel, ein kleines Beispiel, Harald Schmidt hat mal zwei Wochen ausgesetzt nach dem 9-11. War. Nur als den Vergleich finde ich jetzt ein bisschen, selbst Herrn Trump gegenüber ungerecht, muss ich sagen. Also. Okay, nein, wir warten mal in ein paar Jahren, was aus dem Wahlakt geworden ist. Ich will das nur sagen. So, ich will damit, es ist ja egal. Ich sage ja nur, da die Reflexionsspirale gar nicht einsetzen konnte und auch das Modus der Witzfabrikation, sage ich mal, dieselbe war, haben die Leute 2 Tage nach dem Ereignis genauso wunderbar, frenetisch, getrommelt, geklatscht, als wäre nichts. Also dazu, das ist dann eine Frage, wo Dazu ganz kurz, nur damit man vielleicht auch mal sieht, wie so eine Sendung entsteht. Die Wahl war dann eben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wir haben dann, so wie unsere Sendung gebaut wird, noch genau 2 Tage darauf zu reagieren. Und es ist völlig klar, dass die anschließenden Fragen, die dann mehr in die Tiefe gehen, nämlich was bedeutet diese Welle des Populismus? Trump ist ja jetzt nur einer von vielen. Und wie stellt man sich dem entgegen? Woher kommt das und was kann man machen? Dass das dann logischerweise für uns dann erst in der Sendung drauf, nämlich zum Beispiel diesen Freitag dann ein Thema, ist es irgendwie logisch. Weil wir müssen ja erstmal genau wie alle anderen auch das abarbeiten, was passiert ist. Und natürlich haben wir wie alle anderen auch damit gerechnet, dass Hillary gewinnt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, und mussten dann uns sozusagen eine völlig neue Sendung bauen. Das sage ich jetzt gar nicht, um mich von der Sendung zu distanzieren, ich stehe auch zu der, aber die reflektiert jetzt erstmal nur das, was geschehen ist. Aber die andere Ebene, die kann dann schon noch kommen, da müssen wir uns einfach zugestehen, dass wir da auch dann, so wie alle anderen Menschen, auch 3 Tage länger drauf rumdenken, bevor wir dann weiter in die Tiefe gehen. Okay, jetzt Frau Burmann. Und vor Publikum, finde ich, kann man, klar, man kann jetzt mal fragen, warum steht nicht mal einer auf und hinterfragt einen Witz oder so, aber dann war man noch nie in einem TV-Studio. Und da Sie ja selber schon Kabarett-Erfahrung haben, wissen Sie ja auch, als Rezipient hat man jetzt da in so einer Studiosituation nicht allzu viele Möglichkeiten. Also was, ich habe immer noch nicht genau verstanden, was Sie von uns oder vom Studiopublikum letzten Freitag erwartet hätten. Nee, das vertiefen wir jetzt, es kommt Frau Burmester. Und dann kommt er. Ja. Immer schön schon nachdenken, was man darauf antworten kann. Bitte. Genau, Frau Burmester kommt auch mal mit was anderem. Und zwar mich wundert, und das hat mich auch schon beim Lesen der Studie gewundert, oder bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, diese Anspruchshaltung, die sich an so Sendungen wie die Heute-Show oder Extra 3 oder auch die Anstalt knüpft. Also so dieses, man sieht gar nicht, da ist eine Fernsehsendung, das ist ein Angebot, sondern da werden Dinge rangehängt. Also was diese Sendungen mittlerweile einlösen müssen an Aufklärung, an politischer Wissensbildung, an Bildung. Und wenn sie das nicht erfüllen,
dann ist man total unzufrieden, das wird total hinterfragt. Und das finde ich eine ganz, ganz eigenartige Haltung. Und das Ding ist, ich meine, es gibt ständig, werden Länderspiele übertragen. Das heißt aber auch nicht, dass die Dicken anschließend Sport machen. Und trotzdem stellt das kein Mensch in Frage. Ja. Also die Überfrachtung mit dem Anspruch, das ist mir auch aufgefallen, vor allen Dingen die Art Publikumsbeschimpfung. Bernd Gäbler, da war ja die Frage zu der dünnen Studie, ich nehme an, das war eine bestellte Kritik, damit ein bisschen Animation hier reinkommt. Die Publikumsbeschimpfung lautet ja so, wie will man das überhaupt messen, ob die Leute nachher einen Erkenntnisfortschritt haben? Natürlich, das fände ich prima, wenn Herr von Lucke vielleicht hilfreich sein könnte. Und wir würden einen großen, großen gemeinsamen Antrag stellen bei der DFG, viel Geld zu bekommen und eine ordentliche empirische Forschung zu machen über Medienwirkung und dann messen könnten, sozusagen, was ist an Wissen entstanden oder was nicht. Das kann die Studie gar nicht, will sie gar nicht. Und ich weiß auch nicht, die Studie ist nicht von vornherein mit wahnsinnigen Maßstäben rangegangen, zu prüfen, ob das der bessere Journalismus sei oder sowas. Ich habe zum Beispiel was gemacht, was ganz, ganz simpel ist. Einfach ein halbes Jahr lang alle Themen gezählt, aller dieser Sendung. Und ich war selber vollständig überrascht, weil ich festgestellt habe, 98% der Themen der Heute-Show sind direkt politische Themen zu nennen. Ja? Wo ich dachte, das ist aber ein Ding. Ich hätte mir viel mehr einfachen Gag-Witze erwartet. Ich sehe auch, ich weiß nicht, das wird nicht so wahrgenommen, das ist der einzige Grund, warum ich das geschrieben habe. Ich habe ein relativ langes Kapitel über die Geschichte des Fernsehhumors geschrieben, weil ich einfach der Auffassung bin, und glaube, das darstellen zu können, dass die Heute-Show ungeheuer viel von einfachen Comedy-Elementen, die es vorher gab, in sich aufgenommen hat. Also bis hin davon, dass Welke, glaube ich, mehr als jetzt hier zu tragen kommt, von Carell gelernt hat oder von seiner Zeit in den RTL-Studios, wo er dabei 7 Tage... Okay, aber nochmal den Faden finden, auf die Kritik von Lucke konkret eingehen. Hat er recht, weil Sie angesprochen worden sind? Oder gehen Sie gar nicht rein, so ein Schlussdämpfer? Doch, natürlich hat er recht. Ich kann überhaupt nicht nachweisen und habe gar keine Empirie dafür, sozusagen Medienwirkung erforscht zu haben. Ich habe nichts anderes gemacht, als beobachtet, sortiert und dann gesagt, sieh mal an, was da drin steckt. Und bei vielen Punkten darauf hingewiesen, dass sie immer wieder auch auf Kontext hinweisen, zum Teil sogar mehr, als wir sonst in den normalen Politiksendungen haben. Also er wird das alles beobachten. Für mich waren zum Beispiel solche Themen wie Gülle-Export völlig neu, die habe ich durch die Heute-Show erfahren. Für mich waren bestimmte Themen rund um TTIP, ich erinnere an eine Szene in der Anstalt, wo ein vorurteilsbeladener Journalist so ein Chlorhühnchen auf dem Kopf hat, wie Scheuklappen, und dann diesen TTIP-Gegner immer wieder agitiert mit dem Chlorhühnchen und der TTIP-Gegner zu allem, was sagt, nur ja nicht zum Chlorhühnchen. Das fand ich eine furchtbar witzige und zugleich aufklärerische Szene. Okay. Viel mehr meine ich gar nicht. Noch ein Argument zu dem, dass das alles so selbstverständlich wäre mit dem Anti-Autoritären. Da verkennen Sie meines Erachtens ein bisschen die Realität außerhalb sozusagen der Kommentatoren-Eliten. Es ist kein Wunder, dass 30 Jahre lang im ZDF es keinerlei Satire und Kabarett gab. Also ich gehöre ja zu den wenigen, die sowas lesen, aber ich habe das hier auch mitgebracht. Günter Stolte, mein Leben im ZDF. Das ist sehr schön, sowas zu lesen, ja, weil da steht zwischen den Zeilen mal, wie man das macht, dass man immer... ZDF, das ist Satire. Ja, natürlich, ist großartig. Weil da stehen so Stellen, wie er es immer geschafft hat, jedes Jahr Millionen zu verstecken vor irgendwelchen Aufsichtsgremien und so. Das ist alles da drin. Ja. Da steht drin, warum es die Stabilität des ZDF ausmacht, dass das immer schön parteipolitisch sortiert sei. Nicht Intendant und Programmdirektor müssten in der CDU sein, dann darf der Chefredakteur bei der SPD sein und so. Das steht ja alles offen drin. Und da steht auch offen drin, wie er es geschafft hat, Dieter Hildebrand zu vergraulen. Er sagt nämlich, so Satiriker, die kann man nicht einfangen, das kann man nicht sanfter machen. Entweder vergrault man die richtig, bis man die sozusagen verzweifelt, dass sie aufhören, oder man muss sie gewähren lassen. Ja? Und dann sagt er, ich habe es geschafft, diesen Hildebrand richtig zu vergraulen. Dann hat er aufgehört und dann hatten wir 30 Jahre lang Ruhe von dem Kram. Okay. Dann sagt er, mein Nachfolger, Herr Bellut, hat dann was angeschafft. Nach 30 Jahren Neues aus der Anstalt und dem Gefolge die Heute-Show. Diese Sendung Neues aus der Anstalt ist ein Format, das sehe ich nie.
Ja. Punkt. Okay. Das ist Dieter Stolte. Also das steht da alles drin. Okay. Und das tun die ja, das tut Stolte aus einem Grund. Er sagt das nämlich. Er sagt, der Programmauftrag des ZDF ist es, das Publikum zu einen und nicht zu spalten. Okay. Und Satire spaltet und deswegen war er immer gegen Satire. Okay. Und insofern ist das schon ein Politikum. Und auch die Verteidigung ist nicht ganz so anti-autoritär selbstverständlich, wie Sie sagen. Ich beobachte es gerade und darum habe ich Herrn Klische zitiert, dass es gegen die Pegidisten und gegen die AfDisten immer wieder das Argument gibt, sozusagen des Schutzes der Repräsentanten, der Institutionen, der Demokratie gegen zu viele Angriffe. Und dann wird in eins gesetzt eben, was weiß ich, Pegida-Hass und Gernot Hassknecht. Und dagegen wende ich mich sehr stark. Und ich sage, nein, wir müssen noch lernen, dass das attackiert werden. Sie sehen das, die machen die alle zum Tölpel. Nein, sie fordern sie auch heraus. Ja? Welke hat das ja gesagt, im Studio selbst. Es gab kaum ein schöneres Interview als das von Welke mit Kubicki, wo der sagte, damals war Rösler noch Parteivorsitzender, soweit ich weiß, erste Frage, na, Herr Kubicki, steht denn der Termin für den Putsch schon? Und das ist doch eine Herausforderung an den Journalismus, okay. Und auch wenn das alles nicht definiert ist und alles saudünn, wenn Sie da nicht auch eine aufklärerische Dimension erkennen, dann muss ich sagen, ich glaube, wir haben, das ist eine Unterschätzung. Darf ich noch ich gebe zu, dass meine Perspektive anders als die der Berliner Kommentatoren dadurch geprägt ist, dass ich seit 10 Jahren Tag für Tag mit Studierenden zu tun habe. Und ich versuche, die Studierende für Politik irgendwie aufzuschließen. Und da sage ich Ihnen nur, dass es wunderbar ist, wenn Sie jeden Montag 10 Minuten Ausschnitte aus der Heute-Show zeigen und danach darüber diskutieren, was da dran hängt. Und dass das noch effektvoller ist, als mit dem einen zu diskutieren, der vielleicht gewonnen werden kann, die Blätter zu lesen. Dietrich Kraus, wenn man die Diskussion jetzt mal sieht, da hat er zum Schluss den Übergang geschaffen, werden die beiden Satireformate auch überfordert in dem, was man alles da reinmacht. Sie selbst haben ja das Konzept entwickelt quasi der didaktischen Satire. Und Anstalt wird ist ja teilweise so didaktisch, dass selbst Albrecht Müller das Herz aufgeht, wenn er das sieht und dann rezensiert. Ist das ein Punkt, wir sprechen hier von Aufklärung, ist das nicht viel zu hoch gehangen und müsste man nicht mal erstmal darüber reden, dass man wieder Interesse schafft, es überhaupt mit Politik auseinanderzusetzen? Viel tiefer, dass das Interesse heutzutage zu schaffen schon eine riesige Leistung ist. Naja, also in unserem Fall ist es schon so, dass wir selber uns auch so ein bisschen an diesem Anspruch, dem natürlich hinterherlaufen. Also das wird auch an einen herangetragen. Es kommen einfach ganz viele, die sagen, ich gucke euch als Nachrichtensendung. Wir sagen, sind wir natürlich nicht und sowas, aber es ist ganz stark eine Wahrnehmung, inzwischen eine sehr journalistische Wahrnehmung dieser Satire. Und ich muss auch sagen, ein Antrieb am Anfang war schon auch eine Unzufriedenheit darüber, als wir die Sendung begonnen haben, wie über wichtige Themen, sagen wir in den berühmten Leitmedien, eigentlich diskutiert wird. Und da möchte ich an das anknüpfen, was der Herr Gäbler gesagt hat. Diese, sei es TTIP oder jetzt das Gabriel-Interview, diese ewige Analyse von, was steckt jetzt da machtstrategisch dahinter. Und ganz selten mal ein genauer Blick, was ist denn in dem TTIP, was steht denn da genau drin? Da wird seit 3 Jahren drüber diskutiert, also sagen wir seit 2 Jahren. Und dann hat man mal das Privileg, 2 Wochen sich einlesen zu dürfen und denkt, ach so komisch, die reden ja immer über Vereinheitlichung von Standards, dabei geht es gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass wir gegenseitig unsere Standards anerkennen. Also das sind so ganz einfache Fakten, die ich dann oft in so Diskussionen vermisse, wo eben deswegen, da kommt auch die Nummer mit dem Klohühnchen, wo ewig darüber diskutiert wird in der Öffentlichkeit, ist jetzt Anti-TTIP Ausdruck von Anti-Amerikanismus, von Populismus, statt sich einfach mal dieses Scheißding anzuschauen, statt immer gleich zu interpretieren, welchen Ausdruck, was für eine Geisteshaltung jetzt hinter diesem Protest steht. Und ich habe mich wirklich herrlich amüsiert, als dann irgendwann nach 2 Jahren TTIP-Berichterstattung des Spiegel dann anfing zu sagen, diese Kritiker, die wären ja gar nicht quasi so doof, wie wir sie immer beschrieben haben, die haben ja auch Studien und Universitäten, und also wo dann der Journalist eigentlich das entdeckt, was er selber leisten sollte, nämlich diese Übersetzungsarbeit zu machen. Aber ganz oft, da bin ich auch ein gebranntes Kind von Stuttgart 21 zum Beispiel, wenn man dann selber vor Ort in so einem Ort wie Stuttgart lebt und diese Bahnhofsdiskussion mitkriegt und dann
mitkriegt, was da für Leute, in welchem Detail da diskutiert wird, über Gipskäuper, Gleisbelegungen, was für Expertise da ist. Und dann hat man das Gefühl, dann kommt ein Großjournalist eingeflogen und sortiert es so weltanschaulich, bar aller Fakten irgendwie ein. Besorgte Halbhöhenbürger haben was gegen Fortschritt. Und alle Komplexität ist weg und man wird wirklich zu so einer Karikatur gemacht. Und das ist so ein bisschen auch der Antrieb, warum wir selber dann auch anfangen, so ein bisschen uns zu überfordern und zu sagen, wir wollen das aber ein bisschen genauer, wir finden eigentlich diese Fakten spannender als diese ewigen Etikette. Und naja gut, dem Anspruch muss man dann auch Genüge tun oder ihn wieder abschütteln. Das heißt, trotzdem finde ich nur die Trendschärfe wichtig, selbst wenn du die Chance hast, dich zwei Wochen einzulesen, du guckst dann auch meine Originaldokumente. Aber sagen wir mal, in 80% der Fälle sind wir natürlich Zweitverwerter von journalistischer Arbeit. Immer. Und das geht jetzt auch mal schnell verloren in dieser Debatte mit, ob das irgendwie eine neue Art von Journalismus ist. Natürlich nicht, wer von uns schickt Rechercheure los oder zu Terminen, um irgendwie nachzubohren. Das können wir gar nicht leisten. Also wir sind Zweit- oder Drittverwerter von echter journalistischer Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Ist halt, ich finde, das ist immerhin öffentlich-rechtlich und mein Anspruch an Satire, die im Öffentlich-Rechtlichen stattfindet, ist, dass sie dann faktenproofed ist, also dass es wirklich sattelfest ist und da finde ich, muss auch ein Gegensatz sein zu diesem Ganzen, was sich zum Beispiel im Netz abspielt, wo wir sagen können, da ist ja auch viel gefühlte Faktenlage. Ne? Also das ist ja genau diese Frage, auch wenn wir jetzt diese Rechtfertigungsdebatte haben, der Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, ist das was, wo an dem Punkt der Satire wir es eben leisten muss, dass das wirklich belastbar ist, in Abgrenzung zu diesen anderen Sachen. Und dann möchte ich mal, also ehrlich gesagt, ich hatte mir mit dieser Studie auch so, also mir hat das auch gefehlt, dass da jetzt die Befragung der, also nicht der Zielgruppe ist, aber gerade es geht ja so stark um Jugendliche. Diese Satireformate sind ja so interessant für die Sender, also gerade für die Öffentlich-Rechtlichen, wegen der Jugendlichen. Da das aber leider in der Studie nicht drin ist, habe ich dann in meinem Umfeld geguckt und ich habe halt einen 20-jährigen Sohn, der seit vielen Jahren die Heute-Show guckt, jetzt gerade nicht mehr so, weil er die Zeit nicht mehr hat, fand ich auch interessant. Nee, und dann war aber der Punkt der, dann habe ich gesagt, ja und interessierst du dich damit durch mehr für Politik? Also das ist glaube ich so ein relativ normaler Jugendlicher, hat Abitur gemacht, ist irgendwie 20, ist mehr faul als interessiert, also so ganz normal. Und dann sagt er halt, also will sagen, der ist nicht blöd, aber warum soll man, man muss es ja bequem haben. So, und dann hat er halt gesagt, nö, also es ist jetzt nicht so, dass er daraufhin jetzt noch was nachliest, aber er sagt, wenn es einem dann begegnet im Netz, dann klickt man darauf. Und tatsächlich ist es so, dass die wohl, also die jetzt so seine Leute, tatsächlich freitags die Heute-Show gucken. Und dann ist das entscheidende Medium, kann man sagen, leider, aber Spiegel Online. Und dann gehen die alle auf Spiegel Online und dann fangen die an, darüber zu reden. Also die reden über diese Dinge. Aber das Entscheidende, glaube ich, ist wirklich dieses, man hat es schon mal gehört, man ist sensibilisiert und denkt, ach guck, das war doch dieses Thema von da. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Information, weil ich habe so gar nicht gedacht. Ich dachte, der müsste jetzt anschließend, nachdem er die Sendung gesehen hat, jetzt mal was nachlesen. Natürlich wieder so blöder Mütteranspruch, völliger Blödsinn. Ja, kann man alles im Mutterblues, dem neuen Buch nachlesen. Ne? Das ist so eine Art Erziehungshilfe für alle, die es genauer wissen wollen. Aber ich würde gerne eine Frage mit Dietrich Krauss noch vertiefen. Ist das, ist ein genuin journalistischer Ansatz, ist kein Entertainment-Ansatz bei der Anstalt, sondern es werden komplizierte Stoffe, wie jetzt dieses Gerichtsurteil und dieser fiktive Fall mit dem Abschuss einer Maschine, wird aufgearbeitet. Und alles, was nachher gesagt wird, auch zu außenpolitischen Dingen, stimmt ja. Ne? Kann man sagen. Das ist ja eher ein Kammerspiel. Ja, manchmal kommt ein Kammerspiel raus. Es ist auch so, das wird ja auch wahnsinnig überschätzt, wie gezielt man sowas anlegt. Das ist ja auch einfach da muss man auch ganz demütig sein. Man hat Ideen, man hat zwei Wochen für Ideen und dann kommen einem Ideen. Es gibt irgendwelche Vorlagen, es gibt Themen, über die gesprochen wird, dann findet man bei der Recherche was und dann entsteht manchmal sowas, wenn man Glück hat. Muss es auch nicht immer sein, man muss sich auch dann davon wieder verabschieden und auch wieder ganz normale Einzelsketche machen, weil man das gar nicht leisten kann, jedes Mal ein Kammerspiel. Aber wenn es dann mal klappt, ist es schön, weil man hat eine Form, die man selber parodieren kann und also wenn es gelingt, ist es ein schönes Glück. Ja. Kann man sagen, dass Ihr Erfolg in Anführung eigentlich auch direkt eine Konstante hat zu den Defiziten der politischen Magazine, auch der Wirtschaftsmagazine, für die Sie selbst früher gearbeitet haben? Also dass das, was die alles nicht mehr abbilden, wie man neudeutsch sagt, oder spiegeln, dass Sie das machen in dieser Vertiefung? Es ist witzig, finde ich. Ich habe da auch schon länger drüber mal was geschrieben, dass eigentlich ja, als ich Feature-Autor war zum Beispiel, immer ganz stark steht man unter dem Anspruch von der Redaktionsseite, im Grunde die Ansprüche von einer fiktionalen
Serie zu erfüllen. Das heißt, man soll komplexe Stoffe, am besten mit einem Protagonisten, der alles durchleidet, ja, findet man einen, der die Rentenreform oder die Bankenkrise durchleidet, gibt es natürlich nicht, aber das sind quasi so die Ansprüche, sind im Grunde die von einer Fiction-Serie. Ja. Die soll man als analytischer Dokumentarfilmer erfüllen. Und das klappt natürlich nicht und deswegen gibt es so einen Drift, glaube ich, zu so leichteren Stoffen, weil diese im Grunde diese klassische oder analytische Dokumentation, die gilt als Publikumsgift, was weiß ich, das ist so eine, sind auch Modeerscheinungen. Und jetzt ist es andersrum so, dass wir anfangen in der Anstalt im Grunde Inhalte zu machen, uns an die Tafel zu stellen, wenn ich das vorher jemand erzählt hätte, wir stellen uns an die Tafel und erklären was. Goldman und das finden Sex. Jugendliche geil. Ja. Niemals, aber gerade das kommen die Leute an und sagen, oh wow, ja, wann kommt mal wieder die Tafel, erklär uns mal was. Also das ist absurd, wie da im Grunde die Unterhaltungselemente so ein bisschen den Journalismus ausdünnen und jetzt fangen wir an mit Fakten im Kabarett. Das ist irgend so eine Dialektik, heißt das. Und wie erklären Sie sich das, diesen Prozess? Ja, weil man natürlich ein bisschen diese Quotengetriebenheit schon und man klammert sich natürlich auch an so Erfolgsrezepte im Fernsehen und denkt, wenn es jetzt einmal funktioniert hat mit so einem Protagonisten, mit dem man mitleidet, mit dem man Gefühle entwickelt, dann muss das überall drauf passen. Und das passt es natürlich nicht, sondern das passt vielleicht für das Thema, aber für ein anderes nicht. Und dann werden so ein bisschen so Dogmen für einzelne Formate erfunden und die müssen dann immer erfüllt werden. Und dann scheitert man einfach ganz oft mit wichtigen Themen, weil es heißt ja, wie willst du denn das erzählen? Lass mich halt mal irgendwie mal, ich finde das Thema wichtig und das reicht aber dann nicht mehr, sondern muss die Form erfüllen. Aber vielleicht rührt daher auch durch diesen Austauschprozess die Aggression der politischen Magazinmacher. Die sind ja immer sehr angefasst, wenn man den Erfolg von der Heute-Show und von der Anstalt thematisiert. Ja, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen ein Dekadenzphänomen, sage ich vielleicht auch, dass die Leute heutzutage wichtige Inhalte nur noch gutieren, wenn sie irgendwie außenrum ein paar Witze kriegen. Also ich sehe das gar nicht nur positiv. Es ist auch so, die Weltherrschaft der Unterhaltung fordert da auch irgendwie ihren Tribut anscheinend. Aber man muss ja da irgendwie spielerisch mit umgehen. Und das ist, finde ich, unsere Art, darauf zu antworten. Mich würde mal von Ihnen beiden sehr interessieren, welche Rolle spielt eigentlich Selbstironie? Also speziell bei der Anstalt Selbstironie. Ja. Also speziell bei der Anstalt habe ich oft das Gefühl, wenn Sie mir das Thema nennen würden, kann ich ziemlich genau sagen, wo die Anstalt stehen würde. Also TTIP weiß ich vorher, finden Sie nicht toll. FDP weiß ich vorher, fällt bei Ihnen durch. Barack Obamas Drohnenprogramm werden Sie sich ja auch nicht viel Gutes dran finden. Mich würde jetzt mal interessieren, haben Sie nachher schon mal so eine Situation gehabt, dass Sie sich sagen, da haben wir inhaltlich daneben gelegen? Ja, natürlich. Wir haben reihenweise schon daneben gelegen und wir sprechen da auch drüber. Es gibt viele Fälle, wo wir im Nachhinein sagen, da waren wir entweder zu berechenbar oder zu redundant oder an dem Punkt sind wir zu weit gegangen. Gerade wo man halt Sachthemen auch mit Köpfen verbindet, was immer verführerisch ist, weil es dann einfacher ist, die Pointe zu setzen. Aber da weiß man selber auch manchmal schon am Tag danach, dass man überzogen hat. Da reden wir ganz klar drüber. Und was Selbstironie angeht, also ich glaube, das können wir uns schon auf die Fahne schreiben, dass auch unser Haussender, und zwar nicht nur im lustigen Sinne, es schon abgekriegt hat. Also diese Nummer, die wir zu 50 Jahre Parteieneinfluss im ZDF gemacht haben, das war eine der wenigen Sachen, wo ich dann mal erzählt bekommen habe, wie es im Sender so ankam. Also das muss schon sein. Also das ist ja, wenn Sie schon sagen, ich wäre von Carell geprägt worden, das ist tatsächlich ja eine Überzeugung gewesen von Carell, dass es total schwierig ist, immer ununterbrochen nur in dieser Austeilerrolle zu sein. Also man muss dann schon auch, finde ich, für die eigene geistige Hygiene gelegentlich mal einstecken. Das ist ganz wichtig. Wie kam es im ZDF an bei der Hierarchie, diese Story über Politik? War das nicht so, es war ja, man muss dazu sagen, das war eben die Woche, wo das ZDF sich selber halt wirklich in ich weiß gar nicht wie viele Sondersendungen gefeiert hat für 50 Jahre, was ja auch legitim ist. Bin selber gerade 50 geworden. Aber uns ist das eben ein bisschen untergegangen, weil das ist nun mal wirklich ein System, das ja schon an amerikanischen Universitäten, wenn es um Parteieneinfluss ging, als abschreckendes Beispiel gelehrt wurde. Und das kann man ja da nicht rausnehmen. Und natürlich wissen alle, wie bestimmte Posten besetzt wurden, dass wenn eine Wahl auf eine bestimmte Art ausgeht, dass dann der Regionalstudioleiter ausgewechselt wird. Das sind ja Sachen, die vielen Leuten nicht klar sind, ja, dass die Generalsekretäre der Parteien das wirklich vorgetanzt bekommen, was man zu einer Bundestagswahl vorhat. Das sind ja alles Sachen, die kann man nicht wirklich so stehen lassen und auch nicht gut finden. Und ja, das ist nicht mutig übrigens, weil uns ja klar ist, dass wir dafür nicht abgesetzt werden. Vollkommen richtig, aber es gehört halt eben auch zur Medienrede. Albrecht, eine Sekunde. Erst die Antwort vom Kollegen von der Anstalt, damit das auch eine Linie hat. Sie hat die Frage gestellt, die Selbstironie, und dann
ist dein Part. Okay, das? Ja, ich meine, das man Berechenbarkeit. Sich, man haut sich immer auf den Kopf. Die beiden haben sich auf den Kopf gehauen bei dieser Feminismus-Sendung, wo man natürlich dann mal zwei Frauen einlädt und sich auf der Bühne als großer Feminist gibt, wo natürlich trotzdem die Lebensumstände so sind, wie sie sind. Und das muss man immer wieder auch thematisieren. Nur dann wird es auch irgendwie interessant, wenn man die eigenen Widersprüchlichkeiten da benennt. Also ja, aber das kann man ja nicht gerade sagen, dass Widersprüchlichkeiten benannt werden. Doch. Die Eindeutigkeit bei der Einschalt ist doch wahrscheinlich aber das Marketing-Prinzip. Das finde ich, eine falsche Wahrnehmung. Also da würde ich dafür werben, wie man so schön sagt, sich das mal genau anzuschauen. Weil gerade wir kommen nicht von diesem Predigergestus, wir wissen das, sondern wir finden einfach sehr viele Fakten, mit denen wir spielen, mit denen wo wir auch manchmal die Sache offen stehen lassen, wo wir das in Frage stellen. Ich sehe das nicht so, dass das so eine eindeutige Gegenrichtung hat. Was ich konzitiere, ist, dass natürlich der Anspruch gegen Öffentlichkeit birgt natürlich dann immer eine Gegeneinseitigkeit quasi. Also wenn man sagt, die Berichterstattung ist einseitig pro Amerika und man haut da mal einen Pflock dagegen rein, dann ist natürlich das von derselben Einseitigkeit wie das, was man angreift. Und dann ist immer die Frage, wie ausgewogen müssen wir dann quasi als Satire auch noch sein und als Gegenbild. Da hat man dann wieder Probleme mit diesem journalistischen Anspruch. Also wie weit geht dieser journalistische Anspruch an Ausgewogenheit? Aber Satire, die ausgewogen sein will, ist ja für sich genommen schon mal vielleicht auf dem falschen Weg. Ja, aber genau das. Aber nur ein Satz, da kommst du sofort. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das Sumpfgebiet zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Da muss nochmal Gäbler ran und eine kleine Wissenschaft nochmal schreiben zu dem Thema, was die Einstellung angeht. Albrecht, früher war doch, die Anstalt ist doch so, wie früher Texte waren von Blätter für Deutsche und internationale Politik. Thomas, da hast du mir einen Riesengefallen getan, weil ich natürlich jetzt gleich damit angeben darf, dass wir jedes Mal die Anstalt mit unserem frischen Heft beliefern und Martin Kraus sagen wird, Dietrich Kraus natürlich wird sagen, wir haben es natürlich auch zur Kenntnis genommen, das kannst du ja bestätigen. Also von daher, wir gehören also auch gewissermaßen zur Grundernährung der Anstalt. Aber was ich sagen will, ist was anderes. Ich finde zunächst mal, das war mir nochmal ganz wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, ich hätte diese Latte mit der Aufklärung so hochgelegt. Das ist schon das Werk der Studie. Und deswegen lag mir sehr daran, dass ich das nochmal deutlich mache. Ich habe das vorab als erstes gesagt. Ich will auch mal recht zurückkommen. Ich finde, die Heute-Show dezidiert ist in einem ganz anderen Maß natürlich Unterhaltung und grandios gemachte Unterhaltung von absoluten Profis. Anders als die Anstalt, die übrigens anderweise wesentlich mehr anstrengt, sind ja auch die Blättertexte drin. Also will sagen, das ist eine ganz andere Sache. Aber jetzt kommt es an dem Punkt nochmal zurück zur Ironie. Die Anstalt ist als klassischere Satire viel weniger ironisch. Da werden beispielsweise Geschädigte auch, wenn ihr eure Personen darstellt, die als Opfer wirklich auf die Bühne und das durchaus mit großem Pathos, Frau Burmeister sagt, sie ist zu Tränen gerührt. Das heißt also, ich will damit sagen, das ist gerade nicht das Ironische. Das Erfolgsrezept der Heute-Show, und ich gucke den Perfektionisten des Ironischen an, das ist natürlich gerade das, auch in Oliver Welke als Person, man kann das auch schon personifizieren, das Ironische, ich nenne es mal fast zur Vollendung gebracht. Und jetzt hat das zwei Seiten. Das ist Ausdruck eines Zeitgeistes, der nach wie vor eine Dominanz hat, obwohl wir seit Jahrzehnten seit Jahren über das Ende des ironischen Zeitalters sprechen. Es hat aber in sich etwas, und das will ich nochmal zuspitzen, in sich Antiaufklärerisches. Ich mache es mal ganz zugespitzt. Die Heute-Show, und ich schätze sie außerordentlich, mir ging es übrigens auch neulich nochmal, ich will mal sagen, ich bin auch auf so ein kleines Fetzchen im Netz gestoßen, diesen von Oliver Welke angesprochen, kurzen Spot über die Grünen. Grandios. Ja? Basel und Boss, wie er dann, oder die Truppe, den Habeck aufzieht und ihn da, also wie heißt er bei Ihnen, Ranger, ich kannte die Figur gar nicht, so eine alte Comic, so eine alte Western-Figur, ganz großartig. So, aber jetzt kommt, das ist gut gemachte, super, super, super großartiger Humor. Aber in seiner Funktion, oder in ihrer Funktion als Sendung, mit dem ganzen ironischen Abgebundenen von Oliver Welke, als Samstagabendsendung, mit dem klassischen Jingle, wunderbarer Jingle, das ist eine so kluge Markensetzung. Und ich sage Ihnen, was passiert, der Rezipient geht am Freitagabend wunderbar unterhalten, ironisch aufgehoben, artig ins Bett, hat am nächsten Tag weite Teile davon vergessen und ist eben gerade nicht, das ist die Rezeption, damit in eine klassisch, jetzt kommt's, kritische, wütende, das macht dann vielleicht mal ein Hassknecht oder eine Bürde Dings da. Aber im Duktus, im Kern ist diese Sendung zutiefst ironisch, das ist ja auch die Kunst dieser Generation von Machern, aber sie hat etwas Kritik beschwichtigendes. Und das macht sie auch, wenn man es ganz ernst nimmt, das ist nur an dem Maßstab, nicht meiner, das macht sie ein Stück weit antiaufklärerisch.
Okay. Also das mit der Ironie als eine sehr dominante Farbe ist ja überhaupt gar nicht zu bestreiten. Allerdings ist das auch schon noch mehr zur Kunstform erhoben worden. Also ich erinnere nur daran, dass Harald Schmidt ja von seiner Bühnenfigur als echter Mensch gar nicht mehr zu unterscheiden war. Das war die Metaebene der Metaebene und man wusste am Ende gar nicht mehr, wie er als Privatperson zu Sachen steht. Also bei mir können Sie schon sicher sein, es gibt ja auch Parts, die unironisch sind, das ist dann auch meine private Meinung, also das ist meine Haltung zu bestimmten Themen, dass die jetzt, sagen wir mal, nicht dazu führt, dass der Rezipient zu Hause vorm Fernseher aufsteht und jetzt beschließt, die Welt zu ändern oder am nächsten Tag mit einer Mistgabel auf die Straße zu gehen, ist völlig klar. Aber ich bin nicht in einer Dauerironieschleife. Das ist mir ganz wichtig. Also wir könnten jetzt Passagen, ich kenne die Sendung ja selber ganz gut, weil ich auch weite Teile davon schreibe und seien Sie sicher, vieles davon ist eben nicht im Ironiemodus. Ironiemodus heißt ja wirklich ständig auch diesen Tonfall eben pflegen und bei mir gibt es halt wirklich Haltungsmomente, wo auch tatsächlich, also oder anders gesagt, nichts, was ich da sage, entspricht nicht meiner privaten Meinung. Anders als zum Beispiel bei Harald Schmidt war, der sich ja darin gefallen hat, dass die Leute darüber nachdenken und grübeln sollten. Meint er das jetzt oder ist das wieder ein Zitat im Zitat? Das ist bei uns ganz anders. Und ich gebe Ihnen auch in einem Punkt nicht recht, da, auch wenn das nochmal nicht unsere Intention ist, weil wir sehen uns nicht als Aufklärer, kriegen wir ja auch direkte Reaktionen von Rezipienten, von Fernsehzuschauern, die sind jetzt natürlich logischerweise nicht irgendwie repräsentativ, aber bei bestimmten Themen merken wir einfach an der Art, wie die Leute entweder bei uns auf der Facebook-Seite oder sonst wo darauf reagieren, dass wir da einen Nerv getroffen haben. Also ich gebe ein Beispiel aus den letzten Monaten in der Nachfolge der ganzen Diskussion über die Silvesterereignisse von Köln, haben wir ja, die Anstalt hat es danach dann auch nochmal gemacht, mal kurz die Schwächen im deutschen Sexualstrafrecht aufgezeigt und den ganzen neu entdeckten Feministen, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben für Frauenrechte eingetreten sind, mal gesagt, dass das, worum es da geht, nämlich dieses klassische Grabschen und ein paar andere Sachen halt in Deutschland komplett straffrei ausgeht, weil es das gar nicht gibt als Straftatbestand. Und das haben wir halt in einer Szene mit einem fiktiven Anwalt, den der Matthias Matschke gespielt hat, sehr drastisch dargestellt. Und das hat halt zu ganz, ganz vielen Nachfragen geführt von Leuten, die wissen wollten, warum ist das so? Und ich bin mir sicher, dass einige von denen sich dann damit auch zumindest mal für 2-3 Tage beschäftigt haben. Also, und ich glaube, viel mehr kann man jetzt mit einer Satire-Sendung oder mit einer unterhaltenden Satire-Sendung, wie wir sie nun mal sind, kann man nicht erreichen. Also wer wirklich ernsthaft glaubt, dass das jetzt an den Verhältnissen was ändert, der wird mit Depressionen aus dem Job rausgehen, ganz sicher. Okay, wir sollten noch eine Sache vertiefen, langsam. Wir sehen uns nicht als Aufklärung, weil immer mit dem Begriff gearbeitet wird. Also Sie sagen dezidiert, Sie selbst haben keinen aufklärenden Job, sondern Gäbler hat Ihnen das einfach beigeschrieben in dieser kleinen Wissenschaft. Nein, er soll mal sprechen. Und dann der Wissenschaftler, der dann ein bisschen... Dann soll er so ehrlich sein, sich selbst zu zitieren im Interview mit Okay, Ihnen. Bitte. Das weiß ich nicht mehr, was ich im Wort... Habe ich das gesagt? Ja. Nein, also ich habe nur gesagt, ich bin da tatsächlich immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich halt weiß, dass uns Leute aus völlig unterschiedlichen Motiven gucken. Es gibt Leute, die uns natürlich hauptsächlich zu reiner Zerstreuung schauen. Und es gibt aber Leute, die, wenn was passiert in der Welt, wissen wollen, wie wir das kommentieren. Und da sind wir tatsächlich auch besser, wenn wir 1 oder 2 Tage mehr Zeit haben als im Fall Trump. Gebe ich Ihnen völlig recht. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die manchmal dadurch auf Themen gestoßen wurden, die in den Zeitungen vielleicht auch mal vorkommen, aber wenn dann auf Seite 17, sage ich jetzt mal, und eher für Insider. Aber machen Sie sich nicht bewusst klein, kleiner als das Konzept der Sendung hergibt. Ich nehme Ihnen ehrlich Nein, gesagt, aber ich nehme das so ehrlich nicht ab, weil zum Beispiel der junge Praktikant, der jetzt diesen CSU-Mann zum Schluss fragt, wollen Sie nicht nochmal was Populistisches raushauen? Was Rassistisches? Rassistisches, ja. Ist grandios, finde ich. Ja, einfach schnell geschaltet. Ne? Ja. Weil es zum Beispiel den ganzen Bericht aus Berlin und, wie heißt das da sonntags, die Art des Staatsfernsehens, wie Interviews geführt werden, konterkariert auf eine fantastische Art. Und ich bin ziemlich sicher, die Leute verstehen das. Ja, das sind so Momentaufnahmen, weil der Scheuer, für die es nicht gesehen haben, ist halt wirklich auch sehr paternalistisch dann aufgetreten und hat natürlich auch gewittert, dass der das noch nicht so oft gemacht hat und sagte dann so etwas gönnerhaft,
haben wir denn jetzt die Sendezeit für die Heute-Show gefüllt? Und dann hat er halt wie aus der Pistole geschossen und gesagt, nee, Sie können ja noch was Rassistisches raushauen. Und dann fiel ihm mal die Kinnlade runter und das war dann... aber das ist ganz großes Kino. Ja, das ist dann auch ein Glückstreffer, das hat er sich ja nicht vorher überlegt. Er ist dann einfach schnell im Kopf und hat die Geschichte mit dem Senegalesen, den man nicht abgeschoben kriegt, noch im Hinterkopf und reagiert dann in dem Moment. Manche können das und andere nicht. Das ist übrigens ein Job, den könnte ich absolut gar nicht. Auch was Van der Horst und die anderen machen, würde ich 1000 Tode sterben. Naja, weil Sie die ganze Zeit sich unpolitischer machen, als Sie wirklich sind. Nein, ich sitze auch im behüteten Studio und muss nicht auf Leute zugehen und so investigativ fragen. Ja gut, aber Sie fügen den Kit zusammen. Zum Beispiel eine Gegenthese zu Albrecht von Lucke, wenn Sie heute in aufgeklärte Wohngemeinschaften gehen, es gibt diese Küchenpartys, jüngere Leute oder Studentenfeste. Werde ich nicht mehr eingeladen. Das Einzige, worüber geredet wird, wenn es um Politik geht, ist heute Show. Und die haben das nicht vergessen im Wochenend-Kiffermilieu, sondern die wissen haargenau genaue Sequenzen. Das ist jedenfalls meine Beobachtung über viele Jahre, dass die Dekonstruktion von Politik sehr wohl zu schätzen wissen. Und Sie sagen jetzt, nö, Sie machen nur Ironie. Nein, ich will uns einfach nur nicht in diese Kabarettecke selber stellen, weil dann könnten wir tatsächlich irgendwann ein paar Sachen, die wir nur um ihrer selbst willen und um der Pointe willen machen und die wir auch weitermachen wollen, einfach, wie ich das immer nenne, auf hohem Niveau alberne Sachen, könnten wir dann nicht mehr machen. Und warum soll ich mir das nehmen? Da wäre ich ja blöd. Das müsste ja nicht unbedingt die Konsequenz sein. Nein, ich habe ja nochmal gesagt, natürlich kann es, wir wollen ja auch, dass die Leute mal was hören, was sie noch nicht in allen anderen Sendungen schon gehört haben. Das wäre ja wohl sonst auch sehr langweilig, wenn man da einfach nur das Erwartbare hätte. Und wenn es solche aufklärerischen Mitnahmeeffekte gibt, finden wir das super. Aber wir setzen uns nicht montags hin und sagen, heute verändern wir die Welt. Hey, aber wie ist das Coca-Cola-Rezept von der Sendung, wenn man die Mischungsverhältnisse sieht? Das Coca-Cola-Rezept, die Albernheit, die Ironie, was gehört alles dazu? Das wird ja nur tatsächlich von der Themenlage vorher gegeben. Also es ist ja auch eine beliebte Frage, ob es eine Zeit lang Kampagnen gegen bestimmte Parteien gab oder wenn wir die FDP liebevoll als unseren Medienpartner bezeichnet haben, dann haben natürlich die Liberalen da eine Verschwörung gewittert, dass wir irgendwie das Ziel hätten, sie aus dem Bundestag zu kriegen. Das ist alles Quatsch. Also ist ja mein alter Satz, jede Institution und jede Partei hat jede Woche die gleiche Chance, es in die Heute-Show zu schaffen. Mhm. Und die FDP hat diese Chance eine Zeit lang besser genutzt als andere. Und so ist es ja immer bei allen Sachen, dass wir wirklich nur nach der Themenlage gehen. Wir überlegen montags und dann unterscheiden wir uns in dem einen Punkt wirklich nicht von Journalisten. Oder wenn wir jetzt eine Zeitschrift wären, die einmal die Woche erscheint, welche Themen haben am Freitag, wir fangen ja nun mal leider Anfang der Woche schon an, noch genug Gesprächswert, welche sind noch interessant genug, im günstigsten Fall haben sie irgendeine Art von Aufregerpotenzial, um es in die Show zu schaffen. Also die ersten zwei Tage arbeiten wir tatsächlich wie eine normale Magazinsendung und fangen dann eigentlich erst an zu grübeln, wie man den Kram lustig kriegt. Okay. Was bei manchen Themen halt einfach ist. Also ich sage mal, einen grünen Parteitag lustig zu kriegen, das würden wir alle noch schaffen. Aber beim Thema wie Armenien-Resolution, da liegen die Pointen jetzt nicht auf der Straße, sage ich mal, zu Recht. Und dann muss es auch eine andere Tonalität geben. Es erklärt sich ja von selber. Und deswegen kann man nie sagen, das ist das Rezept für eine gelungene Heute-Show. Ich mag Sendungen, wo wir genau die Balance halten. Es gab neulich, ich glaube irgendwie Mitte Oktober hatten wir eine Show, wo wir die Afrika-Reise von Merkel genommen haben, um mal zu zeigen, dass unsere Entwicklungspolitik heute doch etwas egoistischer geworden ist als früher. Dass wir eher überlegen, wofür können wir Afrika gebrauchen. Obwohl, das hatten wir auch schon mal, fällt mir gerade auf. Und dann gab es eben auch ein, zwei wirklich nur für sich genommen lustige Momente. Da hat die Mischung einfach gestimmt. Aber ich kann das jetzt, es gibt nicht so eine Prozentrechnung, so und so viel Prozent Aufklärung und so und so viel Prozent Quatsch. Also das so funktioniert leider nicht. Aber Gesprächswert und Aufreger, das sind ja ganz klassische journalistische Kategorien heute. Das hören Sie in jeder Nachrichtenredaktion mittlerweile schon. Genau. Ja, absolut. Okay. Aber es ist doch für Satire ist es doch noch umso wichtiger, dass Themen auch Emotionen freisetzen. Also das ist ja klar. Und trotzdem ist es manchmal so, dass man hinter dem offensichtlichen Thema da noch was entdeckt. Wir haben jetzt diese Woche über diese Idee von Schäubles Autobahnprivatisierung, die ja dann zum Glück wohl an der SPD scheitern wird, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, gelesen. Und dann haben wir uns nochmal eingelesen eben in diese, das heißt, wie heißen die ÖPPs, diese öffentlich-privaten Partnerschaften. Mir war das eben nicht klar, dass bei den Fällen, die es bisher gab, die Straßen am Ende immer deutlich, deutlich teurer war, als wenn die öffentliche Hand die gebaut hätte. Hätte ich nie gedacht. Und solche Sachen sind dann so Mitnahmeeffekte, die für uns auch ganz nett sind, ehrlich gesagt. Je mehr ich Ihnen zuhöre, merke ich, dass Bernd Gäbler im Grunde Ihnen eigentlich so eine Art ideologischen Überbau geschrieben hat. Nein. Also da muss man, ich habe ja ein Interview mit ihm geführt und das auch dokumentiert. In diesem Interview hat Welke mir gesagt, wir machen Aufklärung durch Quatsch. Und das habe ich zitiert und dann deutlich dem widersprochen und gesagt, also passt mal auf,
nicht jeder, so einfach geht das nicht. Man kann das eine nicht auf das andere reduzieren. Quatsch ist auch was völlig Selbstständiges. Ich habe vorhin versucht, das zu zeigen, dass es einfach viele Quatschelemente darin gibt. Alles, was Albrecht von Lucke gesagt hat, dass das ja insgesamt die Gefahr ist, sozusagen Dominanz der Spaßgesellschaft, 20:15 Show perfekt gemacht, ironisches Zeitalter und so weiter, dass das gar nicht anders würde meines Erachtens stimmen, hätte er gesprochen zu, sagen wir mal, Rudis Tagesshow oder zu 7 Tage, 7 Köpfe. Ich versuche aber zu differenzieren, ohne die heilig zu sprechen oder ihnen Überbau zu liefern. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich in der Heute-Show die Traditionen von Rudis Tagesshow oder 7 Tage, 7 Köpfe aufgehoben sind, aber es immer wieder Elemente gibt, die, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, der Weiterführung lohnen. Welke hat zum Beispiel gesagt, eigene Themen, Afrikapolitik, oder ich habe sowas gesagt wie Gülle-Export. Ich habe vorher nie was davon gehört, was da alles für Machenschaften sind. Das sind aber auch viele andere sozusagen Themen, wo es nicht sofort Interessen von Menschen gibt, die da die Heute-Show gucken, weil sie sich amüsieren wollen. Und die, wenn sie dann auf die richtige Weiterverarbeitung stoßen, dazu gebracht werden können, tiefer über ein Thema nachzudenken. Ja. Das ist meine Hauptthese. Und ich gebe ja zu, ich habe es vorhin schon gesagt, die liegt sicher daran, dass ich nicht seit 10 Jahren aus Berlin als Journalist reportiere, sondern seit 10 Jahren mit Studenten beschäftigt bin, wo ich suche, wie kriege ich die denn dazu? Gut, aber dann wissen Sie natürlich, dass diese Idee auch eine Illusion ist. Bitte? Dann wissen Sie auch, dass das eine Illusion ist. Was ist eine Illusion? Das vertiefte Nacharbeiten der Heute-Show, Texte lesen, der Beipackzettel, das macht doch keiner mehr. Nein, ich finde es wahnsinnig interessant, dass zum Beispiel dieses Studio relativ gute Resonanz gefunden hat, aber da, wo Sie sie finden, wollte, wenig. Also bei den Lehrenden, bei irgendwelchen GEWs, bei irgendwelchen Leuten, die sich um Unterrichtseinheiten kümmern und so. Aber dass es diese Nachbereitungsmöglichkeit gibt, okay, sehe ich an eigener Praxis wirklich Tag für Tag oder Woche für Woche, weil wir das wirklich machen und weil ich seitdem auch feststelle, dass sowas wie, sagen wir mal, was steckt da nur hinter, dass der Steinmeier da jetzt Bundespräsident wird? Das würde auf den ersten Blick und durch Lesen der Gucken der Tagesschau oder sonst was ungeheuer wenige interessieren. Ja. Ja? Und wenn man da sozusagen Witze drüber hat, wenn man gute Witze drüber hat, wenn man dann kann man auch einen Schritt mehr in die Tiefe kommen, als man es sonst könnte. Das ist meine tiefe Überzeugung und die gilt unterschiedlich für diese Sendungen. Und ich muss auch sagen, was ich schön finde, vielleicht ist das sogar ein Sieg der Spaßkultur, dass ich es immer dann gut finde, wenn es Überraschungen in den Sendungen gibt, wenn sozusagen nicht die Politik des Erwartbaren rauskommt. Ja. Und darum finde ich dann, wenn Sie so wollen, die oberflächlichere Sendung von den beiden, ist nämlich meines Erachtens die Heute-Show gegenüber der Anstalt, oft auch die schönere, weil sie sozusagen verblüffender ist, eine Kurve kriegt, die anders ist, während ich sozusagen bei der Anstalt schon sage, das ist auch oft relativ nah an, sagen wir mal, einer Agitprop-Veranstaltung. Agitprop, ja, ein bisschen Flo de Cologne früher, aber das lassen wir, das ist ein neues Thema. Lassen einen neuen Gedanken, Frau Lau, wenn man, Sie haben in der Zeit letzte Woche auch viele Wissenschaftler zum Postfaktischen interviewt. Da müssten wir das nochmal einbetten, sind die Satire-Sendungen vielleicht unfreiwillig auch Teil des Postfaktischen, dass es eben nicht mehr um die genaue Prüfung geht von Argumenten, Positionen und Zusammenhängen, sondern dass die Eindruckserweckung, die Emotion, die gespiegelt wird, entscheidend ist. Und natürlich die Show freitagsabends, aber auch hier das, was die Anstalt macht, ist natürlich hochemotional. Kann man den Vergleich wagen, dass es im Grunde auch postfaktische Produkte sind? Würden Sie so weit gehen? Oder? Nee, das finde ich war dann früher bei Satire noch eher der Fall. Also in den 60er, 70er Jahren, was man da hatte oder so, da war ja überhaupt gar nicht der Anspruch, dass das irgendwie recherchiert ist. Mhm. Das, und das würde man jetzt bei der Heute-Show schon erwarten. Also an die, am postfaktischsten sind Sie nicht schuld, würde ich sagen. Nein, das ist wie postfaktischer Stoff aufgenommen wird. Das Produkt,
dass die Leute sagen, die Heute-Show ist die eigentliche Nachrichtensendung. Ja, oder dass sie zum Beispiel, dass es ihnen ausreicht, die Zuspitzungen aus den Ausschnitten des Grünen Parteitags zu kriegen oder andere Sachen oder die Quotes, die verunglückt sind, dass ihnen diese Welt der Informationswahrnehmung ausreichend ist und sie daraus ihr Bild bauen. So ist es gemeint. Ich weiß nicht, ob wir uns die Leute nicht manchmal ein bisschen zu doof vorstellen. Also ob nicht Leute eigentlich alles, was sie zur Kenntnis nehmen, ob es die Zeitung ist oder oder Spiegel Online oder eben so eine Satire-Sendung, immer mit so einem kleinen, ja, also kann so sein, wie es da dargestellt wird, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, die Leute rechnen das immer mit ein. Aber der Wissensstand, ich kann jetzt nur aus dem Alltag ein Zitat von Herrn Schäfer-Gümbel wiedergeben, der ist immer ein stellvertretender SPD-Vorsitzender, er sagt, er ist schon froh, er ärgert sich nicht mehr, wenn seine Mitarbeiter den Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat nicht mehr erklären können. Original O-Ton letzte Woche, ganz frisch, also so instantmäßig. Ich will nur sagen, natürlich aus dem Zeitkosmos, der Studienrat, der die ganze Woche Zeit hat, die Zeit zu lesen. Logisch. Aber wenn Sie jetzt in meinen Alltag gehen, Leute, was den Informationsanstand angeht, reden Sie mal mit Abiturienten oder mit Erstsemestern, was da noch da ist. In dieser Welt könnte es doch sein, dass die Anstalt einfach das Futter gibt, sich sein Bild zusammenzuziehen und das wird vollendet freitagsabends und dann habe ich meinen politischen Kosmos abgeschlossen. Also ich weiß nicht, ob wir nicht da auch wieder im Postfaktischen sind. Also okay. Mein Gefühl ist, ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren gab es mal diese Umfrage bei Gymnasiasten, wer war Erich Honecker oder so. Ich meine, das war nun wirklich witzig, was da zum Teil gesagt wurde und diese Spur läuft immer mit und Sie werden lachen, von wegen der Studienrat bei der Zeit, ein sehr großer Anteil der Zeitleser sind sehr jung, also wir haben jüngere Leser als der Spiegel zum Beispiel und wir haben mal letztens so eine Begegnung mit Lesern gehabt, findet man ja immer, ist wirklich interessant, das waren junge Leute, die dann sagten, also haben wir so gesagt, ja was hat Ihnen denn mal so gefallen in der Zeit? Und unser eins hat natürlich so die großen Abhandlungen, ja, Innenpolitik, das interessierte alles gar nicht, aber zwei Seiten über die Lage von Homosexuellen in Syrien, das hatten alle mit großer Begeisterung gelesen und so. Also ich will nur sagen, man soll sich da nicht vertun, was die Leute interessiert und was sie bereit sind. Also ich lasse mich gerne überzeugen. Schäfer-Gümbel ist ja nur eine Momentaufnahme. Also ganz kurz nur, ich glaube, dass es auch ein Mythos ist. Wir hatten neulich ein Interview mit den Kollegen von ZAPP, dem Medienmagazin, die auch dieser Frage nachgingen, ob es jetzt mittlerweile eine signifikante Zahl von Leuten gäbe, die sich nur aus Satiresendungen informieren. Ich persönlich habe diesen Yeti noch nie getroffen und ich treffe auch manchmal jüngere Leute. Ich glaube, dass man von der Anstalt sowieso, aber auch von fast allen Satiresendungen wirklich wenig hat, wenn man nicht gewisse Vorkenntnisse mitbringt. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Klar, da gibt's dann, vielleicht gäbe es bei uns auch zwei, drei grafische Gags, die noch funktionieren würden, aber sagen wir mal, den wirklichen Mitnahmeeffekt hätte man nicht. Ich glaube, das mit dem Postfaktischen kommt eher daher, hat aber gar nichts mit Satire speziell zu tun, sondern dass sich die Leute nur noch, oder dass manche Leute sich nur noch in ihren eigenen Resonanzräumen informieren und sich immer wieder das eigene Weltbild spiegeln lassen. Das ist dann vielleicht auch ein Vorwurf, den sich Satire gefallen lassen muss, dass wir eben, wie sagt der Amerikaner, preaching to the choir manchmal betreiben. Also nicht nur manchmal, das ist sicherlich so. Es könnte sein, dass heute Show die Echokammer für eine bestimmte interessierte politische Zielgruppe heute ist. Ja, das ist nicht auszuschließen, aber selbst die kann man dann gelegentlich überraschen mit Meinungen, die sie vielleicht nicht kommen sehen. Ja. Also mich überrascht ja immer noch dieser Rechtfertigungsdruck, unter dem diese Sendungen ja stehen. So verstehe ich das. Und ich finde das ganz spannend, weil warum werden jetzt diese Sendungen, ich sage jetzt mal so, angegangen? Denn eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis für die politischen Medien. Warum erreichen die denn nicht mehr die Leute? Also warum reden wir über die Heute-Show und so weiter nach Motto Politikverdrossenheit, anstatt zu gucken, warum die anderen die nicht mehr erreichen? Eigentlich müssten wir darüber reden. Und ich glaube, dass ein Teil, der da auch noch mitspielt, dass so jemand wie eure Sendungen jetzt hier so unter Beschuss sind, also jetzt nicht hier, aber die Studie, ich habe die so verstanden, die ist ja auch ein Resultat der allgemeinen Kritik an diesen Formaten, die es ja tatsächlich gibt, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir in Deutschland eigentlich ein unglaubliches Problem nach wie vor mit Unterhaltung haben. Mhm. Unterhaltung ist in diesem Land nichts wert. Und ich bin schon seit vielen Jahren immer mal wieder Mitglied der Grimme-Jury in der Sparte Unterhaltung. Und selbst innerhalb der Grimme-Jury sind wir, ja, wir sind halt die Unterhaltung. Mhm. Also
wir werden nicht so ganz ernst, also wir werden schon ernst genommen, aber es ist ja Unterhaltung. Also Unterhaltung anstatt, also für mich ist das eigentlich die höchste Kunst, die größte, also eine sehr große Form, eine sehr hohe Kunst. Und das ist aber eben in diesem Land, ja sicherlich anders als in Amerika, eben wird es so nicht gesehen, sondern es ist sehr abwertend belegt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man dann ein Unterhaltungsformat macht, ist das halt per se schon mal sehr, sehr fragwürdig, weil wir es nie gelernt haben zu lachen auf eine Art. Mhm. Und das war es eigentlich schon. Das wollte ich gesagt haben. Richtig. Dazu aber bei Ihrer Argumentation alles schlüssig. Neben der Unterhaltung kommt ja aber auch noch eine zweite Portion Satire und Informationen dazu. Deshalb ist es ja nicht ein genuines Unterhaltungsgenre. Und ich meine, Rechtfertigungsdruck ist vielleicht deshalb, weil sie ein Stück weit Avantgarde sind und andere unter Druck setzen. Das ist vielleicht der Grund für das Thema und natürlich den Überbau, den Gäbler geschaffen hat. Bitte. Ja, also zum Beispiel diese Berichterstattung in den ZAP war ganz interessant, weil die fand eigentlich unter der Überschrift statt, vereinfacht Satire zu sehr, genau. Also tun die zu sehr die politischen Prozesse holzschnittartig zeichnen und fördern dadurch Populismus. Und dann schaue ich mir halt unsere Sendung an. Wir haben da uns wirklich mit Comedy-Schwarzbrot beschäftigt, mit der EU-Verfasstheit, mit Demokratiedefiziten und Institutionenrechten auf EU-Ebene, dem Trilog, dem Informellen und einer tollen Studie von einem Verfassungsrichter, der herausgefunden hat, dass sich der EuGH über die Jahre quasi einen heimlich selbst ermächtigt hat zu einem Superverfassungsgericht, schreibt der Verfassungsrichter Dieter Grimm, man versucht es dann in irgendwie eine Comedy, einen Comedy-Rahmen zu geben und danach schaut man sich so eine Sendung an und dann sitzt dann der Herr Klute von der Süddeutschen und sagt, ja, das wäre halt so eine Sendung, wo EU-Ressentiment gefördert würde. Da frage ich, wer scheitert hier eigentlich an der Komplexität Wirklichkeit? Der scheitert aber damit, dann müssen wir an der Stelle auch über den Medienseiten Autoren an sich sprechen, weil für mich war das Schlimmste in dem Interview, ich habe es mir ungekürzt angeguckt, dass er auf die Frage, wen er denn in der Anstalt am schlimmsten fand, Urban Priol genannt hat, der seit 3 Jahren nicht mehr dabei ist. Also. Und das gäbe es in keinem anderen Genre. Es würde nie ein Konzertkritiker zugeben, oh, ich habe das Konzert gar nicht gesehen, aber doll war es nicht. Ja. Also das gibt es nur bei Leuten, die über Fernsehen schreiben. Ja. Wirklich, ausschließlich. Ja, also, deswegen mein Werben dafür, schaut euch doch mal an. Und wir haben einen Faktencheck, so viel zum Postfaktischen, wo man die Quellen anschauen kann. Das sind tolle Quellen. Wir haben einfach den Luxus, mal 2 Wochen lesen zu dürfen. Finden dann tolle Studien, die irgendwie aber irgendwie keinen interessieren. Und wenn sie einer anschaut, dann sagt er einfach nur, wir würden EU-Ressentiment verbreiten. Ich verstehe das nicht, dieses Desinteresse an Fakten. Das verstehe ich bei Journalisten eigentlich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Warum die sich nicht dafür interessieren, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also wenn das eine offene Frage ist, ich kann die beantworten. Ja, genau, bitte. Nein, ich glaube, das hat ganz viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun, die sich so radikal verändert haben. Und ich bin Freiheitsjournalistin, bei uns sind das die Honorare, die so in den Keller gegangen sind, dass wir uns nicht mehr leisten können, an Geschichten lang und hintergründig zu arbeiten. Und das muss im Schnellfickverfahren passieren. Und in der Redaktion ist das zum Teil ganz ähnlich, unterbesetzt, viel zu viel Stoff. Also da müssen wir mal wenn wir darüber reden, warum Journalisten nicht mehr gut recherchieren, dann müssen wir über Arbeitsbedingungen reden, liebe Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Schöner Einwurf, Albrecht, bitteschön. Ja, ich will noch vielleicht ein letztes Mal, ich höre dann aber auch wirklich auf, den Kulturkritiker machen. Ich staunte dann doch, Frau Burmeister, das muss ich gestehen, dass Sie ein Land zeichneten, das Schwierigkeiten mit der Unterhaltung habe. Also ich muss gestehen, ich habe den Eindruck, das Land lebt in durchaus ziemlich seichter Unterhaltung, berieselt sich in einem Maße, befeiert sich übrigens auch voller Unterhaltung. Sie schreiben geflissentlich über diese Form der Unterhaltung. Ich kann nur ein Beispiel geben. Ich habe mir das eben nochmal die Freude gemacht. Ich guckte mir die Sendung auch in Vorbereitung dieses Gesprächs nochmal an. Es waren 3 Sendungen, die ich dann im weiteren Fortgang sah. Eine sehr übrigens anrührende Sendung von Aspekte, sehr beeindruckend. Da war der ehemalige Chefredakteur von Comiriet selber da und es war wirklich, das war ein Thema, was zum den 36.000 eingesperrten Menschen in der Türkei, unter denen sehr, sehr viele Journalisten, sehr, sehr aktuell auch ergreifend durchaus war. Parallel dazu wurde in einer Weise des Professionellen abgelatschen, ich schaute durch Zufall rein, weil ich mir ein Bild machen wollte, irgendwann der Comedy-Preis verliehen. Das ist unsere Unterhaltungskultur. Wir haben eine Kultur und deswegen wir müssen schon ein bisschen, finde ich da auch als Journalist, ein bisschen kritischer rangehen. Die Unterhaltung hat mittlerweile, und ich habe den Eindruck, die Deutschen lachen ganz gut, Frau Burmeister. Wir gehen zum Lachen nicht mehr hinter die Fichte. Hier wird wunderbar gelacht. Das heißt, ich glaube, die Art, und das macht übrigens auch den Punkt aus, warum natürlich eine Sendung wie die Heute Show dann in den Öffentlichkeitsfokus gerät, die Art,
ich meine jetzt nicht die Heute-Show, das wollte ich nochmal heute sagen, der Selbstbeweihräucherung, der permanenten Preisverleihung für den x-ten Comedy-Preis, die übrigens völlig, also sollte mich das mal ansehen, völlig abgelatscht, abgenommen werden, dann treten die wahrscheinlich, die Leute, die da nur, die kriegen den wahrscheinlich jedes Jahr wieder, ich gucke das zum ersten Mal an, dann sagt nur völlig gelangweilt, ich muss ja jetzt ein paar dankbare Worte sagen, Frau Kebekus, ich muss hier mich für irgendwas bedanken. Das heißt, dieses Land mit einem alten Postman-Satz amüsiert sich längst wie der Rest der weltlichen, westlichen Welt zu Tode. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Und deswegen, das ist ein Grund, weil natürlich die Heute-Show es geschafft hat, einen herausgehobenen Platz zu besetzen, werden natürlich Begehrlichkeiten geweckt, die die Frage aufwerfen, gelingt das? Sonst würden wir uns heute ja gar nicht darüber unterhalten. Gelingt trotzdem so etwas wie Übermittlung von Aufklärung? Und um hier positiv zu werden, das sehe ich, ich will das deutlich machen, in Anteilen ja durchaus. Ich sehe das ja durchaus. Aber trotzdem ist mein Hauptfokus nach wie vor, dass wir in einer ungeheuren Bespaßungsgesellschaft leben, die letztlich das Phänomen der Aufklärung nicht sehr groß schreibt. Und da haben wir, glaube ich, keine Probleme mehr mit der deutschen Unterhaltung, Frau Burmeister. Oh, gut, dann bitte. Ich möchte das ein bisschen differenzieren an der Stelle, also vielleicht meinen Ausdruck von eben differenzieren. Ich rede auch nicht von der Unterhaltung, die uns berieselt und schon gar nicht in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen, darüber möchte ich auch nicht reden, so traurig ist das. Ich rede über Unterhaltung auch als Darstellungsform und ich merke das als Journalistin, dass wenn etwas vermittelt werden soll, es immer sehr, sehr ernsthaft, also der Anspruch ist, das unglaublich ernsthaft und auch trocken zu vermitteln, und ich arbeite auch als Dozentin und ich versuche den Leuten immer zu sagen, eure Leserinnen und Leser, die sollen nicht bei einem Text sich wie über eine Geröllhalde gezogen fühlen und am Ende mit blutigen Knien am Wegende ankommen, sondern die sollen da durchgetragen werden, die sollen eine schöne Zeit haben und dann denken, boah, das war interessant und ich habe so viel mitgenommen. Und das ist das, was ich meine. Also wir schaffen es, oder bei uns ist Wissensvermittlung, die daherkommt, ohne dass sie Menschen quält, nicht so geläufig wie woanders. Und eines noch, da musste ich vorhin dran denken, als das war hier von der Seite kam, das glaube ich, diese Sache mit den Informationen und also wo man wahnsinnig gut komplexe Zusammenhänge versteht, sind Logo die Kindernachrichten. Ja. Also am Ende, oder auch die Sendung mit der Maus, die auf ganz andere Ebene, also die ist nicht politisch, aber dieses Runterbrechen von einfachen Sachverhalten. Also wenn man mal was nicht versteht, muss man Logo die Kindernachrichten gucken. Und das, finde ich, lehrt uns ganz viel. Und ihr arbeitet ja nach einem ähnlichen Prinzip. Also das ist ja auch so wirklich einfach mal Sache in 10 Sätzen auf 5 Worte runtergebrochen und ja, dann steht da der Kaiser mit seinen neuen Kleidern. Ja. Und ich glaube, und das empfinde ich als aufklärerisch, nämlich zu entblättern und den Leuten zu sagen, worüber reden wir eigentlich. Ich glaube, die Widersprüche sind ganz gut klar geworden. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, wenn Sie auch Fragen stellen wollen, wenn Sie irgendeinen blinden Fleck sehen oder die Leute nicht auskunftsbereit genug waren, haben Sie die Chance dazu. Es wandert der Kollege mit Mikrofonen da vorne auf der rechten Seite, der Herr mit Bart. Wenn Sie kurz Ihren Namen, bitte. Nur eine Frage stellen. Ja, nur eine Frage. Mein Name ist Peter Schmidt und zwar wollte ich fragen, insbesondere Herrn Lucke, und zwar, ich fand es gut, was Sie gesagt haben, aber die Frage ist, in Zeiten von Ökonomisierung, was ist, wenn Satire, Stichwort Quotendruck, sich selber quasi diesem Druck quasi nachgibt? Natürlich hat man auf der anderen Seite die Gefahr, dass man in die Nische abgleitet. Wie geht man mit dieser Ambivalenz um? Vielen Dank. Ein zweites Handzeichen habe ich im letzten Drittel gesehen. Kann das andere, ganz hinten in der letzten Reihe, rechts, wenn Sie sich um 80 Grad drehen, bitte. Ja. Ganz pointiert, damit der Geschäftsführer vollkommen ein Fan wird von der Befragungsrunde. Bitte. Hallo, Lea Albring, mein Name, freie Journalistin. Der Name so. Jan Böhmermann hat mich sehr skeptisch gefehlt. Der ist meiner Meinung nach der Chefsatiriker in Deutschland. Und ich finde das sehr spannend, dass die Diskussion sich nicht auch um diesen Namen und um dieses Thema gedreht hat. Vielleicht dazu noch ein, zwei Worte. Ja. Olli wollte das vorher so, dass man darüber nicht redet. Ja, ich habe genau. Habe ich noch was gesehen? Oder? Keine Hand mehr? Bitteschön. Ich wüsste gerne, was Sie, Herr Leif, für eine Funktion beim SWR haben. Ich finde Sie wahnsinnig arrogant. Mein Name ist Sigrid Emmerich. Albrecht, die erste Frage.
Ja, vielleicht nur ganz kurz. Thomas ist gar nicht arrogant, das sei vorab gesagt, sondern ein ausgesprochen investigativer Moderator. Das ist durchaus nicht immer die Regel, also das sei an dieser Stelle vielleicht gesagt, aus meiner Sicht. Aber kurz zur Frage der Quote, und das ist wirklich spannend. Ich glaube, genau das wäre natürlich die Frage an Oliver Welke. Das ist doch sicher die Gratwanderung und das ist die spannende Frage. Wie hält man eine hohe Quote? Und ich erstelle, eure Quote ist wesentlich geringer, weil ich glaube, dass die Quote genau die Konsumierbarkeit natürlich bedingt. Also das Wechselverhältnis, was gelingt euch unterzubringen an wirklich schwierigen Stücken bei gleichzeitiger, nennen wir es doch eben, Lacherdichte. Und das ist eine Frage, die natürlich direkt... Ja, also natürlich versuchen wir, das habe ich ja eben schon angedeutet, immer auch eine Mischung hinzukriegen. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, 2, 3 Themen haben, wo wir wissen, die haben eben diesen Gesprächswert von ganz alleine und da sind die Leute sowieso drin und damit beschäftigt, dann sind das Wochen, wo wir es uns auch leisten können, was Abseitigeres zu setzen, obwohl es überhaupt keinen wochenaktuellen Anlass gibt. Also wir haben irgendwie vor ein paar Wochen mal was gemacht über alleinerziehend sein als Armutsrisiko. Das haben wir dann bewusst in eine Sendung gepackt, wo drumherum Sachen laufen, die gängiger sind und wo wir wissen, dass die Leute an Bord sind. Gebe ich auch ehrlich zu, dass wir versuchen, so eine Mischung hinzukriegen, aber nicht wegen der Quote. Also das muss ich vielleicht nochmal ganz klar sagen, dieser Sendeplatz, das wird gerne vergessen, weil es ja eben hieß, wir überflügeln regelmäßig das Heute-Journal. Wir sind, glaube ich, an einem Freitag in der Situation, dass ausgerechnet da ein etwas schwächeres Heute-Journal läuft. Wenn wir an irgendeinem anderen Wochentag laufen würden, wären wir mit unseren Zahlen nicht stärker als das Heute-Journal. Das nur nochmal fürs Protokoll. Und als wir anfingen auf dem Platz, waren unsere Quoten für, ich würde mal schätzen, 1 bis 2 Jahre richtig schlecht. Und zwar, weil die Leute den Platz erstmal finden mussten, weil die mit dem Format klarkommen mussten. Wir haben uns dieses Publikum jetzt wirklich in über 7 Jahren regelrecht erspielt, wie eine Theatergruppe, die ihr Publikum findet. Und trotzdem haben wir nie angefangen, wie das andere Sendung machen, uns die sogenannten Minutenschritte anzugucken, wo man nämlich tatsächlich sehen kann, wo Leute zu- und wegschalten. Und ich kenne viele Formate, die daraus dann Schlüsse ziehen und sagen, siehste, das hat super funktioniert, das müssen wir viel öfter machen. Sowas kam bei uns nicht mal theoretisch in den Kopf. Wir hatten eigentlich immer nur ein Gradmesser. Würden wir uns den Quatsch selber angucken oder nicht? Ist das eine Sendung, die uns selber gefallen würde oder nicht? Also wir haben nie über, für welchen Zuschauer machen wir das jetzt? Wie könnte unser klassischer Heute-Zuschauer das finden, wenn wir das machen oder das weglassen? Und was würde das für die Quote bedeuten? Also das kann ich wirklich ganz sicher an dieser Stelle sagen. Solche Überlegungen haben bei uns nie eine Rolle gespielt. Auch weil wir wissen, dass Quote halt immer eine Momentaufnahme ist. Also wir haben angefangen mit 6% Marktanteil. Also da muss ich nochmal bei allem, was man über das Öffentlich-Rechtliche und über das ZDF meinetwegen sagen kann, dass die in der Zeit das ausgehalten haben und gesagt haben, sie sehen trotzdem Potenzial und halten jetzt mal ein paar Monate schlechte Quoten aus. Das gäbe es heute bei wenig Sendern und bei wenig Formaten. Herr Gebler, wollen Sie aus wissenschaftlicher Perspektive den Böhmermann-Aspekt noch vertiefen? Nein, ich wollte nur sagen, dass er tatsächlich auch in dieser Studie nicht auftaucht. Das hat den Grund, dass ich wirklich glaube, also ich habe ja nur so eine quasi empirische Sache über ein halbes Jahr gemacht, das erste halbe Jahr 2016, da war relativ wenig Böhmermann, wenige Sendungen und ich würde für mich auch beanspruchen, dass ich darüber länger nachdenken muss, was genau Böhmermann ist. Ich habe den Eindruck, er ist eine Art Protagonist der Generation Selfie. Als er mal den Grimme-Preis kriegte, war übrigens das Erste, was ihm einfiel, dass er dann ein Selfie mit Gauck machte und das postete. Und ich glaube auch, dass immer wieder Thema ist, ich und die Medien. Also es gab nach diesem Erdogan-Aufschrei eine Sendung, wo er sozusagen im Wirbel verschiedener Talkshows, verschiedener Formate immer wieder sich selbst bespielte und auftauchte. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt bei Böhmermann, dieses Ich und die Medien. Und dass er ein bisschen rausfällt aus diesen Themen hier, die wir besprochen haben, weil er weniger, noch viel weniger auch als die Heute-Show, wirklich über Drittes, über Themen spricht. Es ist fast nur sozusagen eine, darum wird das auch dem Pluto gut gefallen, in der Zapp-Geschichte, nur sozusagen eine Meta-Meta-Kritik. Also immer wieder ich und die Medien, was machen die Medien, nochmal die Medien. Und da muss man, glaube ich, gezielt drüber nachdenken, hat auch was mit unseren Zeiten zu tun. Okay. Schlussbemerkung, einmal nochmal zu von Lucke, weil wir nähern uns ja trotz aller Schärfe ein wenig an. Ich finde das alles richtig, was Sie zur Spaßgesellschaft sagen. Auch, dass Spaß ungeheuer sedieren kann, Leute ruhig stellen kann. Aber wofür ich nur plädiere, und dann sage ich auch, lesen Sie es ruhig, ich versuche da ein paar Differenzen zu machen. Das, was Sie alles sagen, gilt ja für den Nockerberg,
gilt auch dafür, wenn Herr Söder den Orden wieder den tierischen Ernst bekommt und sowas. Das sind ja alles Sachen, wo man sagen könnte, naja, da kommt ja auch sowas vor mit Auftreten von Politikern und auch Witz und sowas. Und trotzdem ist dieser Witz, diese Pointe, dieser Kontext was ganz anderes, als diese hier machen, sowohl die wie die. Und das hat was zu tun mit dem Anti-Autoritären, dabei bleibe ich, und hat auch was zu tun mit Kontexten, die vielleicht nur angerissen werden, die aber Möglichkeiten erweitern, über das reine Lachen hinauszukommen in tiefere Gründe. Dabei bleibe ich, okay, auch bei Ansichten. Das war schon sein Schlussgedanke, der kommt jetzt von den anderen noch. Vielleicht Frau Lau, wenn Sie jetzt so in einem Gedanken, wenn Sie es so resümieren, was wir gesprochen haben, was würden Sie den beiden Sendungsverantwortlichen denn so mit auf den Weg geben? Wie könnten Sie besser werden? Was würden Sie sich wünschen? Was soll anders werden? Ja, also wie gesagt, dieses Moment mit der Selbstironie, immer mal wieder gucken, sind wir nicht zu eingerostet in unseren Positionen, und dann vielleicht auch noch mehr Publikum rein. Also mir hat eine Geschichte in der Anstalt, war das glaube ich ganz gut gefallen, wo Leute so auftreten mit ihren Essgewohnheiten, die an ihren ökologischen Vorstellungen messen. Also so alles, was so ein bisschen selbstreflexiver ist, finde ich gut. Frau Burmeister, Ihre Empfehlung, wenn es sowas gibt oder aus der Krimme-Erfahrung, Denkfortschritt, was würden Sie den beiden so ein bisschen auf den Weg geben als Impuls? Mehr Frauen. Okay. Albrecht, dein Resümee als Empfehlung? Gar nichts. Ich schaue es weiter und werde mich hoffentlich dran freuen und wenn möglich dann im Sinne von Gäbler weiter nacharbeiten. Okay, Dietrich Kraus, vielleicht aus der Werkstatt erzählen, was sozusagen auf dem Zettel steht an wichtigen Stichpunkten, wie die Anstalt sich weiterentwickeln soll, aus Sicht der Macher. Da gibt es auch mal sowas, gerade am Ende des Jahres. Ja, ich meine, ich denke, es ist immer wieder wichtig, sein Publikum auch zu enttäuschen, weil die haben dann so eine Erwartungshaltung, dass ihnen jetzt hier jede Woche WikiLeaks-mäßig die Welt auf umstürzende Weise erklärt werden soll, was natürlich überhaupt nicht zu leisten ist. Deswegen muss man dem auch immer wieder total entgegentreten und ja, einfach versuchen, nicht, ja, wie Sie schon sagten, nicht so ausrechenbar zu sein von den Formen, immer wieder was Neues zu finden. Man kann sich selber nicht neu erfinden, aber naja, immerhin machen wir es jetzt zum 24. Mal und finden zu dritt, haben wir da schon ganz schön viel erfunden. Also sich selbst immer in Frage stellen. Ja, immer wieder. Ich meine, das ist, jede Form läuft sich tot. Das ist gerade beim Witz, da kann die Qualität gleich bleiben. Irgendwann hat es jeder kapiert und dann ist das Überraschende weg. Das ist das Traurige dann irgendwann, dass dann selbst die beste Sendung irgendwann einfach totgespielt ist. Das kann den Blättern nicht passieren. Da sagt niemand da, komisch, das ist jetzt irgendwie... Das, okay. Da muss ich jetzt nicht mehr lachen oder das berührt mich nicht mehr emotional. Bei Humor ist es so, das ist okay. Dann einfach irgendwann... Wo Oliver Welke draufsteht, ist auch Oliver Welke drin, haben die uns versichert, 90% Maloche. Wie ist bei Ihnen? Jetzt machen Sie es schon so lange. Was ist Ihr persönlicher Ehrgeiz? Was wollen Sie noch wuppen? Was wollen Sie anders machen? Als Künstler ein Stück weit ja auch. Ja, klar. Was steht bei Ihnen auf der Agenda? Also was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, neben mehr Frauen, wir werden tatsächlich demnächst wieder Frauen casten. Es ist leider ein echtes Unterangebot an Frauen, die im Humorbereich unterwegs sind. Ich habe keine Erklärung dafür, aber wenn man mal in so Mixed-Shows geht, egal ob Kabarett oder Comedy, dann stellt man das einfach fest. Es gibt sehr wenige, aber wir sind dran. Ansonsten haben wir für die Heute-Show halt tatsächlich festgestellt, dass uns das total gut tut, wenn wir das Team, und zwar vor und hinter der Kamera, ständig mit Frischblut versorgen. Das haben wir uns so angewöhnt schon vor ein paar Jahren. Und es ist tatsächlich so, wenn man darauf achtet, dass jedes Jahr im Ensemble, das vor der Kamera auftaucht, mindestens 2-3 neue Leute immer ausprobiert werden. Manche tauchen dann nicht wieder auf, weil es halt nicht so funktioniert hat. Dann war das eben so einfach mal ein Experiment und andere sind dann heute immer noch dabei. Das ist, glaube ich, mit so unsere Lebensversicherung, weil diese Leute bringen ja auch ihren eigenen Humor mit. Das sind ja zum Teil auch Kabarettisten, die ihre Sachen dann selber schreiben oder mit uns zusammen dann eben das Zeug für die Heute-Show schreiben. Und dadurch kommen immer neue Weltsichten und auch Humorfarben in die Show rein. Und bei den Autoren ist es auch so, dass wir, weil man einfach merkt, dass man, Herr von Lucke sprach ja charmanterweise meinen Jahrgang an, natürlich hat man eine gewisse Humorsozialisation genossen und kocht, wie wir alle, dann irgendwann in seinem eigenen selben Wasser. Und da gibt es nur eine Chance. Man muss halt auch auf der
der Schreiberseite junge Menschen, die noch am Leben teilnehmen, im Gegensatz zu mir, muss man ins Team holen. Und unser sogenannter Praktikant, den Sie ansprechen, ist eigentlich ein junger Autor, der ist eben 21 und hat vorher aber auch schon Bühnenerfahrung gesammelt und irgendein Studium abgebrochen. Und der bringt halt eine Lebenssicht und eine Weltsicht mit, die ich logischerweise gar nicht haben kann. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance, die man hat, wenn man ein wochenaktuelles Format hat, gnadenlos irgendwann Alttiere auszusortieren und junges Fleisch reinzuholen. Anders geht's nicht. Aber immer noch hungrig. Solange ich bleiben kann, wird das gnadenlos durchgezogen. Nein, immer noch hungrig. Wenn wir irgendwann das Gefühl hätten, dass es auserzählt, wäre ich der Erste, der hinschmeißen würde. Aber wie gesagt, dadurch, dass jede Show allein durch die Größe des Ensembles anders ist, wir haben mittlerweile über 20, ich glaube 23, 24 Leute, die vor der Kamera auftauchen, wir können aber nur 3 pro Show bringen. Allein deswegen ist jede Woche die Mischung anders. Und ich finde, das verbindet uns schon auch mit den echten Journalisten. Dadurch, dass sich die Weltlage ständig dreht, kriegen wir ja auch immer wieder neue Impulse. Mir tun eigentlich Leute leid, die nicht wochenaktuell arbeiten müssen, deren Humor sich wirklich nur aus sich selbst speist und nicht von Aktualität. Das wüsste ich nicht, wie ich das im 8. Jahr leisten sollte. Aber da wir ja gerade in extrem polarisierten Zeiten leben, wäre es jetzt ein blöder Zeitpunkt zum Aufhören, muss ich mal sagen. Wunderbar, bis hierhin. Wir haben noch nicht alles auserzählt, aber Sie können das ja noch machen. Danke an alle Beteiligten. Ich denke, die Farben sind zum Klingen gebracht worden. Und Sie können jetzt, wenn Sie mögen, natürlich mit den Einzelnen bei der Kaffeepause das noch vertiefen und die wahren Geheimnisse rausfiltern. Und dann geht es gleich mit dem Programm weiter. Ich glaube, eine Stunde Pause, Umbau. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Beteiligung.